Test. Die Präsentation von Herrn Lachmann ist schon. Einen wunderschönen guten Morgen allen, die es tatsächlich um diese Uhrzeit hierher geschafft haben. Jetzt warte ich noch ein paar Minuten oder Sekunden, bis sich alle irgendwie beruhigt haben, auch der Herr Ludwig. Genau. Ist wie in der Schule, ne? Jetzt motzt sie schon wieder, genau. Also, guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag schon unseres Weinstephaner Forums, der Veranstaltung der Studienfakultät Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung in Zusammenhang mit dem Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung, unserer Konferenz Urbane Naturen, Kulturen gestalten. Und an dieser Stelle möchte ich für all jene, die gestern Abend diese wunderbaren drei Keynotes, die wir hören durften, nicht hören konnten, noch mal so eine ganz kurze Einführung geben, um was es geht. Sofort. Aber wir können es auch gleich machen. Die ist hinten offen. Das heißt, ja, du kannst es auch jetzt schon. Kann ich zu dir? Das war die Frage. Okay, genau. Entschuldigung, was ist jetzt? Was für Zeichen kriege ich jetzt von da hinten? Also wir sind das Opfer der Übung der Saaltechnik, insofern, wenn wir uns... Okay, wunderbar. Ich fange nochmal von vorne an. Dankeschön. Das ist wie beim Film, ne? Macht man so Klappe... Urban Nature Culture ist die erste, die ist ja jetzt verbaselt, jetzt machen wir zweite Klappe. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Vorhölzer Forum der Architekturfakultät der TU München zum Weinstephaner Forum, das Mitveranstalter der Konferenz Urban Nature Cultures, Designing Urban Nature Cultures, auf Deutsch urbane Naturen, Kulturen gestalten ist. Gemeinsam mit dem ZSK, dem Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung. Ich darf ganz herzlich begrüßen unsere Vertreterinnen aus dem Ministerium. Frau Professor Dr. Schlössl ist hier, die maßgeblich Anteil daran hat, dass wir diese Forschung betreiben dürfen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich darf auch unseren derzeitigen Vorsitzenden des ZSK, des Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung begrüßen, Stefan Pauleit. Wir haben immer wechselnde Vorstandschaft in diesem Zentrum und nachdem Werner Lang lange den Vorstand dieses Zentrums übernommen hatte, ist es nun Stefan Pauleit, der mit einem eigenen Forschungsprojekt im Zentrum beteiligt ist. Bevor ich kurz was zum Zentrum sage, möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über den Ablauf des heutigen Tages geben. Sie befinden sich schon im einführenden Vortrag. Diesen Weg haben Sie schon geschafft. Und über den ganzen Tag verteilt werden wir auf zwei Räume verteilt Vortragsinputs von Panels, von Sprecherinnen in den Panels hören, die jeweils mit drei Personen bestückt sind. Wir haben hier in dem Vorhölzer Forum, das der Raum A ist, ein Panel aufgestellt mit drei Vorträgen hintereinander und dann im Raum 4160, das ist ein Geschoss tiefer,
ein weiteres Panel, Panel B, und die Sprecherinnen und Sprecher müssen sich natürlich so ein bisschen orientieren, wo sie denn eigentlich hin müssen, und dasselbe tun die Zuhörerinnen im Rahmen des Programmes. Sie sehen also auf Ihrem Programm die Themen abgebildet. Ich habe hier nur die Überschriften gebracht, und an den Türen aushängend finden Sie nochmal die Panelisten, also die Sprecherinnen, die diese Themen vertreten, gemeinsam mit den Chairs. Und am Abend des heutigen Tages gegen circa 17 Uhr, 17.15 Uhr, kommen wir hier oben alle im Vorhölzer-Forum wieder zusammen und werden eine gemeinsame große Diskussion mit der ganzen Panelistengruppe machen. Das ist echt eine Herausforderung, glaube ich, weil wir haben über 15 Personen, die da unterwegs sind. Und so eine Diskussion dann gemeinsam zu betreiben, ist eine echte Herausforderung. Und wir wollen natürlich dann auch das Publikum mit einbeziehen, versprechen uns aber davon nochmal einen ganz lebendigen Dialog, auch mit jenen, die das andere Panel jeweils nicht hören konnten. Das ist ja diese Spaltung, die man da betreiben müsste, wenn man gleichzeitig gerne in beiden Panels wäre. Und wir werden die Chairs der Panels bitten, in kurzen Sätzen zusammenzufassen, was in den Chairs kurz besprochen wurde, um dann dem ganzen Publikum einen Kurzeindruck zu geben, was in den anderen Panels stattfand. Sie wissen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, Sie haben im Nachhinein die Möglichkeit, die Inhalte der anderen Panels, die Sie nicht hören konnten, nachzusehen in einem Stream, den Sie auf unserer Homepage und beim ZSK auf der Homepage finden. Das ist also eine schöne Angelegenheit, dass wir diese Möglichkeit haben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die Sprecherinnen und Sprecher einfach nochmal darauf hinweisen, benutzen Sie bitte hier und unten auch die Mikros, weil wir aufzeichnen, selbst wenn die Raumakustik das hergeben würde, dass man ohne Mikrofon spricht, brauchen wir es für die Aufzeichnung, dass Sie bitte das Mikrofon benutzen und damit diese Aufzeichnung möglich machen. Auch darauf hinweisen möchte ich, dass wir Sie gebeten haben zu klären, dass wir die Bildrechte, die an den einzelnen Präsentationen vorhanden sind, nicht eindeutig geklärt haben. Wir haben Sie gebeten, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das, was Sie zeigen, abgeklärt ist. Und wir wissen, wir bewegen uns da immer, wie auch in Vorlesungen, in einem Graubereich. Und wir hoffen, dass wir da eigentlich einigermaßen gut verfahren können, indem wir sagen, diese Bilder sind für eine wissenschaftliche Vortrag entnommen und haben auch dafür nur eine Verwendung. Also wir denken, dass wir damit eigentlich ganz gut klarkommen. Ja, das ist der Ablauf des heutigen Tages. Es werden dazwischen Pausen sein, in denen Sie sich regenerieren können. Zur Mittagspause sei gesagt, hier bieten wir kein Mittagessen an, sondern wir würden Sie bitten, sich selbst zu versorgen während des Mittagessens. Da steht Ihnen das Vorhölzer Café zur Verfügung, aber auch auf der Luisenstraße, auf der Theresienstraße, zahlreiche kleine Lokale, in denen man günstig zu Mittag essen kann in einer Stunde. Das Vorhölzer Café ist mittags extrem überlaufen. Also es kann Ihnen passieren, wenn Sie 12 Uhr darüber gehen, dass Sie vor einer langen Schlange stehen, nicht verzweifeln, einfach runter auf die Straße, draußen was essen und spazieren gehen, weil hier manchmal das Anstehen dazu führt, dass man gar nichts kriegt. Zwischendurch machen wir Catering mit Frühstück, wie Sie gesehen haben, und Snacks jeweils zu den Kaffeepausen. Insofern hoffe ich, dass Sie gut über den Tag kommen. Ich möchte noch ganz kurz was zum Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung sagen. Ein Zentrum, das seit 2013 existiert, gefördert vom Ministerium, vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Gegründet im Grunde genommen mit einem ersten Teilprojekt. Damals war Stefan Pauleit mit Werner Lang der Vorreiter, dieses Zentrum aus der Taufe zu heben. Damals hat uns schon Marcel Huber eine Urkunde und einen Scheck überreicht. Er ist jetzt wieder der Minister dieses Ressorts noch. Wir sind gespannt, was am Sonntag passiert. Sie wissen alle, wir wählen und es kann sein, dass sich dann die Geschicke verändern. Insofern sind wir sehr froh, dass wir dieses Zentrum aus der Taufe heben konnten in einer Zeit, in der die Bayerische Staatsregierung dies für förderungswürdig hielt, was wir hier machen. Und wir hoffen, dass wir in einer neuen Regierung ähnlich überzeugen können mit den Forschungsarbeiten, die wir machen. Denn das Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung hat mehrere weitere Teilprojekte entwickelt und unter anderem unser Teilprojekt 4, das Projekt 100 Places M, das ich gemeinsam mit Ignacio Farias aus der Taufe heben konnte im Jahr 2016.
Und ich möchte ganz kurz sagen, wer wir sind und was wir denn so eigentlich betreiben. Ich darf vorstellen, Ignacio Farias, wer ihn noch nicht kennt, ist Stadtanthropologe und hat neuerdings den Lehrstuhl an der HU Berlin für Stadtanthropologie, ein ganz toller Lehrstuhl, möchte ich sagen. Ignacio Farias hat bei uns begonnen, vor wenigen Jahren als Tenure-Track-Professor mit dem Lehrstuhl für partizipative Technikgestaltung am Zentrum MCTS, Munich Center for Technology in Society, eine Gründung der TU München. Und seine Forschung in der Stadtanthropologie hat wunderbar zu dem gepasst, was wir in Architektur immer vermisst haben, nämlich dass jemand von der anthropologischen Seite auf Stadtarchitektur, auf öffentlichen Raum und auf die Praktiken der Menschen schaut. Sie werden gleich noch mehr von ihm dazu hören. Und ich habe ihn ermutigt und wir haben uns ermutigt, gemeinsam diesen Antrag zu formulieren über städtische öffentliche Räume im Klimawandel zu forschen, und zwar nicht klassischerweise jeder nur aus seiner Fachdisziplin heraus, sondern im Verbund gemeinsam darauf zu schauen, was sind denn eigentlich die Praktiken heutzutage im Klimawandel, was beobachten wir im öffentlichen Raum, wie verändern sich die Praktiken der Nutzer, aber vielleicht auch anderer Akteure, gleich dazu mehr. Und dieser Antrag konnte überzeugen und wir bekamen eine Förderung zugesprochen für 3 Jahre, auch zugesprochen 2 wissenschaftliche Mitarbeiterstellen, die heute besetzt sind von dem Umweltanthropologen Felix Remter, den Sie heute noch in einem der Panels hören dürfen, und Markus Riese, der die Konferenz mit uns vorbereitet hat. Seine Vorgängerin war Elisabeth Radjen, die in dem Projekt begonnen hat. Was ist die Herausforderung, die wir uns gestellt haben? Ja, wir wollen interdisziplinär, transdisziplinär auf dieses Thema öffentlicher Raum und Wandel im Klimawandel schauen. Wir wollen uns Räume anschauen, die sich verändern, die wir vielleicht als konstant wahrnehmen, die immer wieder umgestaltet werden und die unseres Erachtens in den Gestaltungsprozessen mehr oder weniger gelungen auf das Thema des Klimawandels reagieren. Aber um diese Voraussetzungen der Betrachtung der Stadt im, sage ich jetzt mal, Anthropozän, wir haben gestern Abend viel darüber gehört, was uns dieses Zeitalter der Tatsache, dass Mensch alles in Angriff genommen hat und alles manipuliert hat, was uns das beschert im öffentlichen Raum, darüber denken wir nach und die Konferenz soll uns eine Denkhilfe sein und wir hoffen, dass wir in der Diskussion hier weiterkommen. Aber ich übergebe jetzt mal erst als nächstes an Ignacio Farias. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für die Einführung. Ich wollte heute ein bisschen berichten über die sozusagen einige der Prämissen von unserer Zusammenarbeit. Und natürlich der Anfangspunkt für unsere Zusammenarbeit ist die Auseinandersetzung mit der eher widersprüchlichen Rolle, die unsere Städte in Zeiten des Klimawandels spielen. Gleichzeitig Verlierer und Gewinner der Klimakatastrophe sowie deren Verursacher und Hoffnungsträger. Also unsere Städte und städtische Lebensstile, insbesondere im globalen Norden, zählen nicht nur zu einer der wichtigsten Ursachen für Klimawandel. Ressourcenverbrauch, Migration und Artensterben. Das sind alle Prozesse, die gerade für städtische Ökosysteme verheerende Konsequenzen haben, das wissen wir. Also nicht nur unsere Bäume reagieren mit extremen Stressreaktionen bis hin zum völligen Ausfall, gefährdet sind auch komplette Ökosysteme von heimischen Insekten und Vögeln, die sich das städtische Grün als Lebensraum aneignen. Aber gleichzeitig bilden Städte nicht zuletzt auch dank ihrer Erwärmung Zufluchtsorte für fremde Pflanzen und Tierspezien, die entlang globaler Handels- und Migrationsrouten zirkulieren. Also städtische Ökosysteme entwickeln sich auch zur Zeit somit auch als biodiverser und attraktiver als viele der Agrarwüsten, die sie umgeben.
Und so langsam kommen wir auch zu dieser Frage, also inwieweit können unsere Städte auch Hoffnungsträger sein? Also Orte, wo neue Antworten für diese ganzen Herausforderungen gesucht und erprobt werden. Und genau an diesem Punkt schließen wir im Projekt an. Also die Frage, wie können wir neue Antworten auf diese komplexen und zum Teil auch natürlich widersprüchlichen Effekte des Klimawandels innerhalb städtischer Ökosysteme finden. Nun, um diese Frage zu beantworten, um diese Frage anzugehen, ohne uns dabei in der unüberschaubaren Komplexität des globalen Klimawandels zu verlieren, legen wir im Projekt den Fokus auf die Auswirkungen des Hitzeinsel-Effektes auf städtische Plätze. Diese Fokussierung zeigte sich schnell im Projekt als eine sehr glückliche Entscheidung, da damit eine gewisse Eskalierung und eine gewisse Dezentrierung der Klimawandelproblematik ermöglicht wird. Damit es klar wird, Klimawandel und städtischer Hitzeinsel-Effekt sind zwei getrennte Phänomene. Bei letzterem Phänomen geht es um Temperaturdifferenzen zwischen Städten und ihren Umgebungen, die als Effekt des städtischen Gefüges entstehen. Nun, interessanterweise, vor 30 Jahren galt dies noch nicht eindeutig als Problem. Hier an der TUM zum Beispiel, am Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, wurde 1982 einer der ersten Studien zum Hitzeinsel-Effekt in München gemacht, welche zum Schluss kam, dass, und das war auf Englisch diese Studie, for most of the year the heat island is beneficial. Die Meteorologen haben im Zuge von dieser Studie eine sehr interessante deskriptive Variable erfunden, um the most striking difference zwischen Stadt und Land zu veranschaulichen. Und diese Variable war die Anzahl von Biergartentagen. Weiß jemand vielleicht, was ein sogenannter Biergartentag im meteorologischen Sinne ist? Also das sind Tage, an denen um 21 Uhr die Temperatur mindestens 20 Grad ist. 1982 gab es in München 50 Biergartentage, wohingegen es nur 16 solche Tage außerhalb der Stadt gab. So gesehen ist vielleicht auch kein Wunder oder sogar nachvollziehbar, dass die Autoren von dieser Studie zum Schluss kommen, dass the need for reducing the heat island should not be emphasized. Heute ist natürlich die Einschätzung eine ganz andere. Es ist eindeutig, Hitzeinsel-Effekt, es ist eindeutig problematisiert als Ursache von einer Reihe von Umweltproblemen und von Gesundheitsrisiken, insbesondere durch den Intensivierungs- und Multiplikationseffekt von Klimawandel. Städtische Hitzeinsel treiben Temperaturen weit über die berühmten 2 bzw. 5 Grad Grenzen, die verschärfen Phänomene, wie die Hitzewellen und werden dann zu einer Lebensgefahr für Stadtbewohnerinnen. Es gibt zahlreiche Studien, die genau dies beweisen. Nun, was diese Studien ein bisschen pauschalisierend machen, genauso wie solche Visualisierungen, ist, dass die eine der wichtigsten Merkmale des Hitzeinsel-Effektes zum Teil übersehen, nämlich seine extreme, sagen wir mal, Kornigkeit, also Differenzierung. Stadtmeteorologen sprechen heutzutage in diesem Sinne von der Stadt als nicht als Hitzeinsel-Effekt, sondern eher als Hitzearchipel, also ein kleinteiliges Mosaik von mikroklimatischen Bedingungen. Ein jüngst vorgenommenen Review
von über 190 Studien zum Hitzeinsel-Effekt weltweit, also Studien, die in den letzten 30 Jahren gemacht worden sind, zeigt, dass über die Hälfte dieser Studien im Grunde den minimalen wissenschaftlichen Standards nicht genügen, weil meistens werden einfach Wetterdaten von zwei meteorologischen Stationen verglichen und dabei die Stadt als eine homogene klimatische Zone imaginiert. Aber das ist natürlich Schwachsinn, wenn man sich so ein Bild anschaut. Also jeden Abend in München haben wir es mit bis zu 10 Grad Unterschiede zu tun und man kann sogar 5 Grad Unterschiede zwischen zwei Orten feststellen, die nur 900 Meter voneinander entfernt sind. Entscheidend ist es also nicht den gesamten Effekt sozusagen der Staat als homogene Klimainsel, sondern die örtlichen Gegebenheiten jeder Straße und jeder Ecke. Wie die Stadtmeteorologin Saha Sodoudi von der Freien Universität Berlin erklärt, die entscheidenden Fragen sind also, welche Grundflächen haben wir, was ist die Gebäudegeometrie, wie hoch sind die Gebäude, wie sind die Oberflächenmaterialien, wie die Farbe, wie die Versiegelung, ist der Boden Gras, Sand oder Asphalt, wo sind die Schatten. Aus dem Grund entwickelt sie und natürlich viele andere Stadtmeteorologinnen heutzutage neue Methoden, um den Hitzinsel-Effekt basierend auf städtebaulichen Merkmalen zu modellieren, statt nur einfach die Daten von zwei Wetterstationen pauschal zu vergleichen. Nun, warum diese lange Einführung in aktuellen meteorologischen Ansätzen? Weil genau an dieser Stelle es besonders interessant für die Raumplanung, für die Freiraumplanung wird. Durch den Bezug auf den Hitzinsel-Effekt kann das Thema Klimawandel übersetzt, runterskaliert und dabei natürlich wird das Thema und die ganze Problematik transformiert. Wir haben es plötzlich mit einem anderen Problem zu tun. Nicht die globale Erwärmung und die Frage, wie Städte dazu beitragen oder darunter leiden, sondern vielmehr die lokale Erwärmung. Und die Frage nach städtebaulichen Merkmalen, die diese lokale Erwärmung beeinflussen. Durch diese Übersetzung, welche wie jede Übersetzung auch einen gewissen Verrat beinhaltet, Traduttore e Traditore, so das kennen wir, durch diese Übersetzung werden die Auswirkungen des Klimawandels zu einem Designproblem in gewisser Weise. Und also die Logik, die dahinter steckt, ist, dass wenn bestimmte städtebauliche Merkmale eines Ortes zu einer Intensivierung der Erwärmung führen, so ist es auch denkbar, dass eine Umgestaltung dieser Merkmale zum lokalen Klimaschutz beitragen können. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich dann, wie, für wen und mit wem sollen städtische Freiräume mit Hinsicht auf den Hitzeinsel-Effekt umgestaltet werden. Nun, im Projekt führen wir eine Reihe von Fallstudien, von kleinen Studien darüber, wie verschiedene Akteure, die aktiv an der Gestaltung der Stadt mitwirken, Freiräume problematisieren und alternative Gestaltungen prototypisieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Einblicke in die bisherigen Ergebnisse von diesen Studien geben. Also erstens natürlich beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem integrierten Handlungskonzept Klimaschutz in München, welches referatsübergreifend Geltung hat. Dies sollte Ihnen mehr oder weniger bekannt sein, nehme ich an. Interessant ist dabei insbesondere der starke Fokus auf Energieeffizienz, Effizienz war auch ein Thema gestern Abend, durch neue Gebäudetechnik sowie intelligente Infrastrukturen für Energieversorgung oder für multimodale Mobilität. Im Projekt Smarter Together, das ging nicht direkt zusammen damit, aber ein Projekt, das gerade noch in Neuaubing-Westkreuz läuft, wo ich auch als Partner beteiligt bin, kann man dieses Spektrum von Maßnahmen sehr gut beobachten. Also besonders interessant für die freie Raumplanung ist dabei zum Beispiel die Implementierung von sogenannten intelligenten Straßenlaternen, die mit Sensoren ausgestattet verschiedene Dienste anbieten sollen.
Genau nach den EU-Projektvergaberichtlinien werden in Neuaubing-Westkreuz alle Maßnahmen mit Bezug auf die Reduktion von CO2-Emissionen evaluiert. Hierbei folgen die Antworten auf klimatische Fragen, die gerade referatsübergreifend in der Landeshauptstadt gesucht werden, einen klaren Muster. Bei der Umgestaltung städtebaulicher Bedingungen geht es vorrangig um neue, smarte Technologien, die Energieeffizienz bei allen urbanen Praktiken ermöglichen sollen. Stadtnaturen sind dabei über einen Proxy, nämlich Reduktion von CO2-Emissionen, im Modell, wenn man so will, mit einbezogen. Das ist ein Ansatz. Aber wie Sie wissen vielleicht, ist unser Projekt auch am TUM-Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung, wo wir unter anderem mit verschiedenen Kollegen, Pflanzenökologinnen, Forstwissenschaftlerinnen irgendwie zusammenarbeiten, zu tun haben. Und gerade inspiriert von deren Arbeit, die wir auch als Anthropologen auch in den Blick nehmen, beschäftigen wir uns mit der Arbeit von anderen städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Baumschule, um zu verstehen, wie auch dort vielleicht auch andere Antworten gesucht werden. Logischerweise, und das ist interessant, hier geht es nicht so viel um diese digitale Infrastrukturen, oder die wir vorhin gesehen haben, sondern vielmehr um Bäume, welche hier vielmehr als grüne Infrastrukturen für Stadtökologien angesehen werden. Wie eingangs schon angedeutet, stehen, das wissen wir, heimische Stadtbäume unter einem extremen Druck durch die Auswirkungen lokaler Erwärmung, wie etwa extremes Wetter, Dürre, Stürme und Flutungen, sowie durch neue invasive Spezies, wie etwa Käfer und Fungi, die sie angreifen. Darüber hinaus trägt auch dieser Hitzinsel-Effekt zu einer Beschleunigung von Wachstumsraten und von dem Altern von Bäumen bei. Nun, die Antworten, die hier gesucht werden, und das ist, was mich hier interessiert, zielen auf eine Umgestaltung von Stadtbäumen im Sinne einer neuen Definition von den Eigenschaften und Fähigkeiten, dass städtische Bäume haben sollen. Dabei geht es um die Frage, wie Bäume als Ökosysteme für Insekten, Arthropoden und andere Tiere fungieren, und die Frage zum Beispiel, ob exotische Bäume die lokale Erwärmung gut widerstehen können und sogar zu ihrer Minderung beitragen können. Zu dem Punkt gekommen, dass hier in diesem Ansatz bei der Umgestaltung städtebaulicher Bedingungen geht es also hier hauptsächlich um das Engineering von diesen grünen Infrastrukturen, um eben diese maximale Ökosystemleistungen zu sichern, wie etwa CO2-Speicherung, Temperaturregulierungen durch Verdunstung, Verschattung und Biodiversitätsschutz und so weiter. Also das ist der Ansatz Nummer 2, den wir bis hier so identifiziert haben. Inspiriert eben von diesen Ansätzen haben wir den Fokus auf Bäume sozusagen gelegt. Uns aber interessieren außerdem alternative Problematisierungen von Bäumen, wie welche Bilder, welche Bezugsweisen, welche Wertungen entstehen, vor allem in den Medien und in öffentlichen Kontroversen um die Bäume. Und dafür haben wir eine Studie gemacht, über den Medienpräsenz, wenn man so will, von Stadtbäumen durchgeführt. In einem ersten Schritt haben wir 59 Zeitungsartikel aus den letzten 10 Jahren ausgewertet, wo es ganz konkret um Kontroversen rund um Stadtbäume ging. Und die Datenbank hat mittlerweile 189 Einträge und muss jetzt neu ausgewertet werden. Dennoch zeigt diese Pilotstudie, die wir gemacht haben, schon einige sehr interessante Ergebnisse. Das Erste, was wir festhalten konnten, ist, dass es viele kritische Auseinandersetzungen mit dem Engineering von Bäumen gibt. Also diese Figur des technologisierten Baums wird oft als besonders anfällig dargestellt, und die Suche nach einem idealen Baum aufgrund der Klimadiversität von Städten immer wieder in den Medien von verschiedenen Akteuren infrage gestellt. Vor allem in Leserkommentaren zu diesen Artikeln, zu Artikeln, die Bäume als Lösung darstellen, wird gerade aufgrund der vielen vorhandenen Bäumen die Wirksamkeit
der Dienst der Ökosystemdienstleistungen von Bäumen generell in Frage gestellt. Diese Umstände, finde ich, sind bemerkenswert, dass sie in gewisser Weise in Frage stellen, was mit den optimierten Bäumen unter realen Bedingungen passiert. Also es geht immer wieder um diese Verschiebung von diesen Laborbedingungen zu den realen Bedingungen in unseren Städten und inwieweit können diese technologisierten Bäume diese Verschiebung überstehen. Und dadurch entsteht hier in gewisser Weise ein alternatives Bild des Stadtbaums, welche wir durchaus so etwas wie den technologisch fragilen Baum nennen konnten. Nun, abgesehen von diesen kritischen Bildern, wenn man so will, die den Diskurs der grünen Infrastrukturen in Frage stellen, finden wir auch in diesem Zeitungsartikel andere Bezugsweisen zu Stadtbäumen, bei denen die Verflechtungen zwischen Menschen und Bäumen im Zentrum stehen. Eine erste Variante dieser Menschen-Bäume-Verflechtungen beruht auf Bäumen als emotionales Bezugsobjekt, entweder als Traditionsbaum, der zu einer historischen Landschaft gehört und damit auch identitätsstiftend wirkt, oder als Schutzobjekt, welches gegen die öffentliche Hand oder die Profitinteressen von Unternehmen verteidigt werden soll. Gerne auch mit dem Verweis auf Ökosystemdienstleistungen. Im Vordergrund steht jedoch ein Bild von Stadtbäumen als völlig sozialisierten Entitäten, welche mit historischen Bindungen zu seinen Menschen gut integriert in der städtischen Landschaft und dem städtischen Leben scheinen. Eine zweite Variante von diesen Mensch-Bäume-Verflechtungen, die oft vorkommt, ist auch besonders wichtig, da hier auf allerlei Disservices von städtischen Bäumen hingewiesen wird. Dabei geht es um Rutschgefahr für Fußgänger und Radler durch Laub, Blüten, Früchte, um den Honigtau, der auf parkende Autos klebt, um Baumwurzel, die Gebäude und vor allem den Asphalt von Straßen und Radwegen aufbrechen und so weiter und so fort. In vielen Zeitungsartikeln und Leserkommentaren treffen wir ständig auf solche verärgerten Stimmen, die zunächst eine mangelnde Investition der öffentlichen Hand, aber letztendlich eine prinzipielle Unregierbarkeit von Städtbäumen feststellen. Solche öffentlichen Kontroversen deuten auf eine ganz andere Problematisierung von den Auswirkungen der Erwärmung unserer Städte. Es sind hier die affektiven Verflechtungen zwischen Menschen und Bäumen, die bei der Umgestaltung lokaler Ökologien auf dem Spiel stehen. Dabei zeigt sich, dass Reduktion von CO2-Emissionen oder bessere Temperaturregulierung nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Ziel sind, bessere Freiräume für die menschlichen Bewohnerinnen unserer Städte zu schaffen. Da es hierbei nicht nur um menschliche Nutzerinnen geht, zeigen insbesondere weitere Fallstudien, die insbesondere mit Felix Remter wir hier machen, zu neuen Formen von ökologischen Aktivismus, insbesondere rund um Bienen, aber nicht nur, und Formen von Aktivismus, die ein ganz anderes Licht auf die Umgestaltung öffentlicher Freiräume werfen. Da hier die lokale Erwärmung unter bestimmten Bedingungen eine sogar positive Sache sein kann oder so gesehen werden kann für bestimmte Insektenökologien und insbesondere für Bienen. Also zunehmend bieten Städte den Bienen bessere klimatische Bedingungen und eine breitere und diversere Nahrungsbasis als das Land. Viele Stadtimker kennen dies und berichten immer wieder über höhere Produktivitätsraten bei Honigertrag, gerade bei den städtischen Honigbienen. Aber es gibt auch andere Formen von Bee-Aktivismus, die relevant sind, wie etwa hier der Bee-Tree Monitor, die wiederum sich vielleicht weniger für die Stadtimkerei interessieren,
und mehr für bildlebende Honigbienen, also nicht domestizierte, wenn man so will, Bienen, also wenn die anderen domestiziert sind, das sei in Frage gestellt, aber nicht domestizierte Bienen und die Möglichkeiten, die verschiedenen Erfordernisse, dass unterschiedliche Umgebungen, städtische Umgebungen, ländliche Umgebungen als Nischen für eben diese Wildbienen anbieten. Und interessanterweise, bei diesen Ansätzen spielen Bäume auch hier eine ziemlich zentrale Rolle. Die treten aber auf eine ganz andere Art in Erscheinung. Hier geht es hauptsächlich um Baumhöhlen und inwieweit Baumhöhlen besondere thermische Bedingungen für und Nischen für diese Bienen anbieten. Und wo gerade ein thermischer Schutz gegen extreme Temperaturen möglich ist. Also dabei kommen aber diese Baumhöhlen häufiger bei alten und durch die Auswirkungen des Klimawandels gestressten Bäumen vor. Mit anderen Worten, gerade die Bäume, die kaum Ökosystemdienstleistungen anbieten, schaffen wiederum hervorragende Bedingungen für die Entfaltung bildlebenden Bienen in unseren Städten. Nun, vielleicht der interessanteste Aspekt des B3 Monitors ist, dass es ein Citizen Science Projekt ist, welches darauf abzielt, Bürgerinnen zu aktivieren und die Öffentlichkeit für diese komplexe Beziehungen zwischen bildlebenden Bienen und dem Klimawandel zu sensibilisieren. Damit suggeriert diese Fallstudie einen weiteren Ansatz, der wiederum anders von den anderen drei, die ich bisher genannt habe, ist einen anderen Ansatz für die Umgestaltung städtebaulicher Bedingungen. Einen, der lokale Erwärmung nicht nur als absolutes Übel sieht und dabei die Frage stellt, wie wir städtische Lebensformen, die in diesen beschädigten oder veränderten Stadtökologien gedeihen, wie können wir genau diese Lebensformen auch schützen und fordern. Wir sehen hier vier Fallstudien, vier Stadtgruppen von Stadtakteuren, die sozusagen unterschiedliche Agendas in Bezug auf die Umgestaltung von städtischen Freiräumen haben und führen. Interessanterweise, keiner von diesen vier Gruppen sind unbedingt Landschaftsarchitekten. Und damit stellt sich die Frage, wie soll die Landschaftsarchitektur in gewisser Weise von diesen Ansätzen, von diesen Initiativen auch lernen, wie kann sie damit umgehen, wie kann man, soll man das versuchen, irgendwie diese verschiedenen Ansätze zu integrieren in eine irgendwie höhere Synthese oder wie gehen damit um? Und das ist ein Thema, das wir beide sehr lange und sehr intensiv diskutieren und ich werde jetzt das Wort an Regine geben, damit sie das Thema noch weiter entfaltet. Ja, vielen Dank, Ignacio. Sie sehen an dem Diskurs, den Ignacio Farias mit seinem Lehrstuhl begonnen hat, dass ein Blick der Stadtanthropologie und der Umweltanthropologie uns ein Blickfeld als Landschaftsarchitekten eröffnet, das vielleicht nicht unbedingt das ist, was wir ursprünglich vielleicht auch erwartet haben. Also gelernt habe ich, dass Soziologen die sind, die auf den Stadtplätzen die Menschen beobachten, wie sie sich benehmen und verhalten. Und nun zeigt sich in der Zusammenarbeit, dass diese Diskursanalyse der öffentlichen Aktivitäten, der öffentlichen Praktiken uns ein ganz anderes Spektrum und ein ganz viel größeres Spektrum und eine andere Blickweise auf Stadtökologie, auf städtische Praktiken und auf die Erscheinungen des Klimawandels leisten, die uns als Landschaftsarchitekten vielleicht auch zunächst ein wenig erschüttern mögen. Ja? Denn bei all diesen Feststellungen, die gerade gemacht wurden, in diesen Teilausschnitten, die Stadtökologie ausmachen, die Aktivisten ausmachen in der Stadt, seien es menschliche oder nichtmenschliche Akteure, stellt sich natürlich die Frage, was haben Landschaftsarchitekten dann überhaupt noch zu tun? Oder wie muss dann Entwerfen in Landschaftsarchitektur aussehen, wenn man diese Sachverhalte berücksichtigen mag?
Die Gestaltung öffentlicher Räume ist ja ein wesentlicher Bestandteil des klassischen Aufgabenspektrums von Landschaftsarchitekten. Und unsere Größenordnungen, die wir bearbeiten, reichen von dem kleinen Quartiersplatz bis zu Konzepten für ganze Fußgängerzonen, von großen Stadtplätzen bis zum Umfeld kultureller oder sozialer Einrichtungen. Ab einer bestimmten Größenordnung werden die Entscheidungen über die Gestalt dieser öffentlichen Räume über meistens Wettbewerbsverfahren oder Vergabeverfahren identifiziert. Also nicht unbedingt das, was wir gestern vielleicht auch diskutiert haben, bottom-up, sondern meistens in den normalen Praktiken der städtischen Planung top-down. In diesen Verfahren treten interdisziplinäre Teams aus Architektur, Stadtplanung, Verkehrs- und Lichtplanung zusammen, um Aufgabenlösungen für diese Wettbewerbsaufgaben zu lösen. Und ganz selten werden bereits in dieser Phase Biologen, Ökologen oder Stadtanthropologen zu Rate gezogen. Das kommt meistens erst in der Phase, in der eine Entscheidung bereits gefallen ist und man dann sich überlegt, wie bringe ich diese Ergebnisse an den Bürger, an die Bürgerin, wie vermittle ich zu Akteuren. Das ist eine ganz gängige interdisziplinäre Konstellation, die ich gerade beschrieben habe. Und die Freiraumplanung als auch die Stadtsoziologen getrennt voneinander konzentrieren sich auf soziale und kulturelle Folgeerscheinungen der Urbanisierung und meistens überlassen wir dann die ökologischen Fragen den Umweltingenieurinnen und den Ökologinnen als sogenannte Nachbardisziplin. Selten findet das, was wir uns wünschen, als tatsächliche gemeinsame Arbeit statt. Und das führt uns zu dem, was wir gestern Abend eigentlich ganz gut in dem Diskurs nochmal gehört haben, den Undine Giesecke aufgeführt hat, indem sie Donna Haraway oder Bruno Latour zitiert hat, die genau diese mögliche doppelte Trennung, die hier stattfindet, nämlich diese doppelte kategoriale Trennung der Dimension eines zum Beispiel öffentlichen Raumes, thematisiert. Dabei wird ganz häufig in unserer Herangehensweise zwischen menschlichen und nicht menschlichen Aspekten eines Platzes sowie zwischen seiner Funktion und seiner Ästhetik unterschieden. Also wir sehen hier eine Trennung der Betrachtungen von Sozialität und Kultur und Natur und Technik, einer Trennung von Funktion und Repräsentation. Und die künstlerische Dimension wird selten mit der Sozialität in Zusammenhang gebracht. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass die klassische Architekturtheorie und der Städtebau die Betrachtung und Gestaltung öffentlicher Stadträume auf ihre künstlerische Dimension begründen. Zum Beispiel, wenn wir Camillo Sitte zitieren, der sich sehr ausgiebig um die ästhetische Gestalt von öffentlichen Plätzen Gedanken gemacht hat und viele Landschaftsarchitekten und Stadtplaner beziehen sich auf diese künstlerisch-ästhetischen Erkenntnisse. Mit dem Einbruch des Modernismus erleben wir in der Diskussion um öffentliche Räume so etwas wie einen Social Turn. Mit Arbeiten von Jane Jacobs werden öffentliche Räume aus der sozialanthropologischen Sicht kritisiert und die Auswüchse der Moderne in Kritik gestellt. Die städtischen Plätze verkommen in ihren Schilderungen zu Infrastrukturknotenpunkten und Versorgungsinfrastrukturen, die ab den 60er Jahren zu einer ganz großen Modernismuskritik kommen, die dann hauptsächlich, was den Diskurs um öffentliche Räume betrifft, von soziologischen Diskursen dominiert werden. Architekten, Landschaftsarchitekten entziehen sich dieser Diskussion, nehmen es wahr, aber finden wenig Antworten darauf. Heute in der Diskussion um die Klimaanpassung städtischer Räume bekommt die Erkenntnis, dass Plätze eine wesentliche Rolle für Stadtökologie und klimarelevante Ziele spielen, eine neue und wachsende Aufmerksamkeit. Vielleicht könnte man das heute als so einen Ecological Turn bezeichnen, nach dem Social Turn, in dem diese Themen, die Ignacio Farias gerade herausgearbeitet hat, in einen neuen Fokus zur Betrachtung von städtischen öffentlichen Räumen dienen.
Dabei würde ich gerne diesen Begriff der Multifunktionalität diskutieren, der heute auch unter anderem, denke ich, in dem Panel, in dem auch Rieke Hansen spricht, diskutiert wird. Die Idee der Ökosystemdienstleistung mag uns das Versprechen machen, dass eine Multikodierung und eine Multifunktionalität von urbanen Räumen und grünen Infrastrukturen eine Mehrfachnutzung möglich machen. Wir versuchen das auch seit Jahren in Lehre und Praxis zu vermitteln. Aber in der kritischen Reflexion dieses Begriffes scheint diese alte Dichotomie, die ich in dieser Darstellung noch einmal zeigen möchte, zwischen dieses technowissenschaftlichen Ansatzes noch einmal manifestiert zu werden und noch nicht überwunden zu sein. Was sind also unsere Wege aus dieser Dichotomie, dieser Unterscheidung zwischen Natur und Kultur herauszukommen? Wie können wir hier andere Wege einschreiten, um das, was gestern in den Vorträgen wunderbar beschrieben werden, als Einheit bezeichnetes Konstrukt zwischen Natur und Kultur in Stadt wieder zu einer Einheit zu bringen? Und erlauben Sie mir, dass ich hier einen kurzen Exkurs wage, um eine ganz eigene Erfahrung Ihnen zu schildern. Meine erste Berührung mit ökoklimatischen Fragestellungen fand in meiner Heimat in Rheinland-Pfalz statt in den 70er Jahren. Die erste Ölkrise bescherte uns die ersten autofreien Sonntage und wir konnten plötzlich über Straßen spazieren, die bisher nur der Verkehrsinfrastruktur gewidmet waren. Das hatte nichts mit Ökologie zu tun. Wir wissen, dass die Ölkrise eine politische Auswirkung war, aber das Bewusstsein darüber, wie abhängig wir von fossilen Brennstoffen sind, hat die Bevölkerung zum ersten Mal so richtig aufgerüttelt und bewusst gemacht darüber, in welcher Abhängigkeit wir uns technisch befinden. Und das wurde getoppt von Ideen, dass weiterhin diese Infrastruktur, die wir benötigen, um Regionen zu erschließen, weiter ausgebaut werden muss. Und in meiner Heimatregion wurde eine Autobahn durch den Pfälzerwald geplant. Ich war in einer Aktivistengruppe, habe mich dafür engagiert, dass diese Autobahn auf keinen Fall kommen möge. Wir haben heimlich nachts in einer Druckerei eines bekannten Druckers hier diese Aufkleber produziert und wir hatten aus einer anderen Stadt einen anarchisch agierenden Kollegen gefunden, der sich bereit erklärt hatte, einen der bereits gebauten Betonbrückenköpfe heimlich zu sprengen. Also der Aktivismus war groß und wir waren überzeugt, dass dieses Bauwerk durch dieses Kleinod des Pfälzer Waldes nicht nur eine unnötige Infrastruktur sei, sondern dass es ökologisch extrem verwerflich sei, eine große grüne Struktur zu durchkreuzen. Weder der Brückenkopf wurde gesprengt, noch die Autobahn lange Jahre gebaut. Jetzt, heute sehe ich viele Abschnitte, die doch verwirklicht werden, aber das Ganze hat über 30 Jahre gedauert und es hat in einer Zeit stattgefunden, in der ökologisches Bewusstsein so weit führte, dass wir Ökologie in Gesetzgebung, in Naturschutzgesetzgebung natürlich richtig verankert sehen. Dazu kamen Medienberichte vom Waldsterben, von Fischsterben im Rhein, von Östrogenskandalen bei Kälbermast und dergleichen, was zu einer hohen Sensibilisierung geführt hat der Bevölkerung. Und das ist ein Punkt, auf den ich hinaus möchte, nämlich dass Sensibilisierung durch scheinbar katastrophale Zustände, Natur kennt keine Katastrophen, sie kompensiert sie ganz anders, als wir das wahrnehmen, dass diese scheinbaren Katastrophen zur Sensibilisierung der Bevölkerung führt und dafür ein Bewusstsein erzeugt, das es möglich macht, in bestimmte gesellschaftliche Diskurse zu treten. Wenn Sensibilisierung oft auf unsanfte Art hergestellt wird, wie wir es jetzt, wenn wir die Medien betrachten, bei Extremereignissen, die dokumentiert werden, dargestellt werden, erzeugen sie auch eine Polarisierung und eine differenzierte Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den Ursachen und Wirkungen der Ereignisse. Insofern ist die Sensibilisierung ein Grundelement dessen, was wir brauchen, um eine Freiraumpolitik gemeinsam aus gesellschaftlicher als auch aus landschaftsarchitektonisch-stadtplanerischer Sicht zu verändern und zu betreiben.
Jetzt könnte man sagen, es gibt bereits alle Instrumente, die man haben muss. Wenn jetzt Frau Professor Dr. Merk noch hier sitzen würde, würde sie sagen, wir haben doch eine Gesetzgebung, wie zum Beispiel das besondere Städtebaurecht, das bei städtebaulichen Sanierungen die Integration aller Disziplinen und sogenannte integrative Handlungskonzepte fordert und diese auch zur Basis macht, dass Städtebauförderung überhaupt möglich wird und dass Sanierung in Innenstädten stattfindet. Wir haben uns diese integrierten Handlungskonzepte angesehen und stellen natürlich fest, dass zwar Interdisziplinarität proklamiert wird, aber diese Interdisziplinarität lediglich in den Darstellungen des Status quo und in wenig projektiven und vor allen Dingen in kaum experimentellen Handlungsansätzen sich manifestiert. Das ist im Grunde genommen die Beobachtung, die wir machen und die Schlussfolgerung, die wir machen aus diesen Handlungsansätzen, die bisher existieren, dass sie den gängigen Vorstellungen über naturwissenschaftliches Arbeiten zwar entsprechen, aber im Grunde genommen keine Handlungskonzepte, keine Handlungsanweisungen geben, die das Experiment in diesen Fragestellungen ermöglichen. Ich bin ein großer Fan von enzyklopädischen Werken. Die Enzyklopädie von Denis Diderot, die in der Zeit der Aufklärung entstand, war ein fulminanter Versuch, die Welt zu erklären. Diese Enzyklopädie machte sich zur Aufgabe, alle Erscheinungen der Welt in Worte zu bringen, die von der Bevölkerung allgemein verstanden werden. Und er hat zusammengearbeitet 1747 mit dem Physiker D'Alembert und es gab ein Kapitel über das Thema der Beobachtung und des Experiments. Und ich möchte kurz daraus zitieren. D'Alembert schreibt 1747, die Beobachtung, und damit meine ich oder vergleiche ich, die Analyse in unseren Arbeiten bezieht sich auf die Tatsachen, die man vor Augen hat. Das heißt darauf, Erscheinungen aller Art, die uns das Schauspiel der Natur darbieten, gut zu erforschen, zu betrachten und ausführlich zu beschreiben. Das ist das, was wir gerade gesehen haben, was Ignacio Farias macht. Eine gute Beschreibung dessen, was wir beobachten. Dagegen sucht das Experiment, die Natur tiefer zu erforschen, ihr das zu entreißen, was sie verbirgt und durch mannigfache Kombination der Körper neue Erscheinungen hervorzubringen, um diese wiederum zu studieren. Kurz, es beschränkt sich nicht darauf, die Natur zu belauschen, sondern es befragt sie und zwingt sie zur Auskunft. Klasse. Diese Aufklärungsphilosophen. Fantastisch, ja? Also Beobachtung, genaue Analyse und Experiment. Und das ist die Kritik, die wir üben an den bisherigen Handlungskonzepten, die wir vorfinden. Beobachtung ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Experiment nein. Wir haben gestern ein paar Beispiele von Experimenten gesehen. Da würde ich aber gerne vorsichtig erraten, dass diese Experimente extrem ergebnisorientiert und schon ergebnisvordefiniert sind. Es ist die Idee der Einführung des Experiments in den Planungsprozess als katalytisches Moment. Kann Experiment neue Betrachtungsweisen von Naturräumen in Stadt katalysieren? Genau dieser Raum muss geschaffen werden, um unter anderem gegebenenfalls durch ein Experiment auch überrascht zu werden. Sie sehen hier Forscher im Labor, es ist die Lise Meitner mit dem Otto Hahn, vor vergangener Zeit und neue Laborforschung. Das möchte ich vergleichen mit dem, was wir in unserem Projekt in den großen Analysephasen machen. Und was haben wir uns dazu erdacht? Wir haben uns dazu eine große Datenbank ersonnen. Eine Datenbank, von der wir glauben, dass unsere Studien im Projekt eine Wissensinfrastruktur bilden, die diese Basis dieses genauen Belauschens der Natur möglich macht. Eine Datenbank, die nicht nur klassisch kartiert, wie Sie es aus unserer Profession kennen, und diese kartierten Daten niederlegt, sie auch dokumentiert, wie wir das jetzt bisher in dem Verlauf unseres Projektes mit 72 oder 78 Plätzen bereits getan haben. Unsere Studierenden kartieren nach einem ganz bestimmten Kartierschlüssel die Erscheinungen, die wir draußen auf den öffentlichen Plätzen, diesen 100 Plätzen vorfinden. Und wir korrelieren diese Erscheinungen
mit den öffentlichen Diskursen und Praktiken, die wir auf der Ebene der Anthropologie feststellen. Die Idee der Generierung dieser Wissensbasis ist ganz wesentlich, denn dieses genaue Wissen, und hier sind wir wieder bei der Beobachtung von D'Alembert, über den Ort machen überhaupt erst richtige Experimente möglich. Und was ist der Unterschied zwischen einem Experiment im Labor und einem Experiment draußen im freien Feld? Im Labor kann ich alle Bedingungen steuern. Ja? Wenn wir mit einem Chemiker reden, dann muss der irgendwie 150 Mal seinen Erlenmeyer-Kolben spülen, bis die Reaktionsvoraussetzungen so gegeben sind, dass die Reaktionen eintreten, die der Chemiker, die Chemikerin erwartet. Der öffentliche Raum verhält sich zwar wie ein Labor, er macht uns aber Voraussetzungen, die wir nicht einstellen können, und wir müssen flexibel auf dieses Thema reagieren. Wir üben am Beispiel dieser 100 Plätze und Datenbank und der Datenbank, dass wir diese Wissensinfrastruktur, die wir generiert haben, als eine mögliche Voraussetzung nehmen, diese Wissensbasis breit zu streuen und sie unterschiedlichsten Disziplinen zur Verfügung zu stellen. À la longue, nicht nur der Stadtanthropologie, sondern auch unseren Kollegen der Ökologie, der Biologie, der Klimaforscher, die in dieser Datenbank Big Data generieren mit uns und dann mit unterschiedlichen Filterungen daraus experimentelle Handlungskonzepte vorschlagen. Wir brauchen diese experimentellen Handlungskonzepte deswegen, weil wir, wie wir gerade gelernt haben, neue Interventionsstrategien brauchen, um diese neuen Erkenntnisse auch zu begleiten als Landschaftsarchitekten. Es nutzt nichts, sich auf die klassische Ausbildung zu konzentrieren, die einfach nur mit Designlösungen auf mögliche Nutzer und mögliche Erscheinungen reagiert. Wir müssen hier wesentlich flexibler in unseren Handlungskonzepten und unseren Ansätzen gehen. Das Beispiel ist, dass wir auf der einen Seite immer generieren, dass wir Orte wie eine Bühne zu inszenieren hätten. Also der öffentliche Raum als Bühne und der Mensch als performativer Akteur. Oder wir kümmern uns um die Themen der Aufenthaltsqualität, die gestern auch schon häufig beschrieben wurde. Aber angesichts der Frage, dass es nicht nur um die Aufenthaltsqualität von uns Menschen geht, sondern gegebenenfalls auch von nichtmenschlichen Akteuren, verändert sich die Aufgabenstellung komplett. Und es ist, wir haben bisher keine Handlungskonzepte, die auf diese veränderten Aufgabenstellungen, wenn wir denn dieser Erkenntnis Rechnung tragen wollen, reagieren können. Der Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass wir erst einmal in unserem Forschungsprojekt Testverfahren anwenden. Und diese Tests üben wir mit unseren Studierenden. Das sind unsere Guinea Pigs, unvornehm gesagt, nein, es sind unsere wunderbaren Helfer, denn in studentischen Seminaren gibt es die Möglichkeit, im Versuch mit Studierenden Testentwürfe über diese 100 Plätze zu legen, nicht über 100 Plätze, aber über ausgesuchte Plätze. Und wir haben seit 2 Jahren damit begonnen, in jedem Sommersemester spätestens Testentwürfe zu diesen Aufgabenstellungen unter Voraussetzung neuer Erkenntnisse aus Anthropologie, Ökologie und anderen Disziplinen zu ziehen. Zum Beispiel das Kartieren dieser Plätze unter dem Aspekt der Baumhöhlen zu praktizieren. Hier darf ich Thomas Rötzer nennen, der uns aus dem ZSK unterstützt und mit den Studierenden einübt, wie erkenne ich denn einen Baum außer ihn als Objekt oder als Spezies festzustellen in seinen vielfachen Qualitäten, von denen wir gerade gehört haben, die ganz andere Aspekte für Stadtplanung und Landschaftsarchitektur mit sich bringen, als ihn einfach nur als räumlich wirksames ästhetisches Objekt abzuklassifizieren. Wir reduzieren häufig diese Objekte. Diese studentischen Entwürfe sollen dazu führen, dass wir noch mehr Wissen generieren, denn aus diesen studentischen Entwürfen, die wir draußen in Beispielen ausgestellt haben, generieren wir neues Wissen. Die Studierenden haben sehr genau in den Entwürfen erkannt, wo eigentlich der springende Punkt an diesen einzelnen Plätzen ist. Wo fehlt's? Wo können wir ansetzen? Wo sind planerische Interventionen? Und gegebenenfalls experimentelle Handlungskonzepte sinnvoll. Und mit dieser Wissensgenerierung können wir vor den Entwürfen, aber auch nach den Entwürfen
neue Schlüsse ziehen aus dem, was wir für öffentliche Räume in Zukunft empfehlen. Denn das ist das, was uns in integrierten Handlungskonzepten, die wir studiert haben, meistens fehlt. Es gibt eine projektive Planung, es gibt eine massive Umsetzung und das Monitoring dessen, was wir geschaffen haben, die Untersuchung der Wirksamkeit dessen, was wir unter all diesen Aspekten womöglich erdacht haben, findet nicht mehr statt. Das heißt, wir sind immer wieder im Neuproduzieren, ohne auf das zurückzublicken, was wir gerade erst fertiggestellt haben und das in der natürlichen Dynamik sich noch entwickeln muss. Wir sind noch nicht am Ende unserer Forschungstätigkeit. Die Konferenz heute ist ganz wichtig für uns aus den anderen Disziplinen. Wir haben Künstler heute dabei, wir haben Politologen dabei, wir haben Anthropologen, die sich jeweils mit uns über dieses Phänomen öffentlicher Diskurse unterhalten. Wir erhoffen uns aus diesen Diskursen weitere Erkenntnisse, die dann schließlich zu Empfehlungen führen sollen, die wir in einem Leitfaden, den wir fürs Ministerium erstellen, beschreiben wollen. Aber noch mehr erhoffen wir uns, ja, dazu zu lernen. Was will man mehr in seinem menschlichen Dasein? Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Gibt es von Ihrer Seite direkt Kommentare, Fragen? Am Abend werden wir die Diskussion insgesamt zusammenfassen, aber da hinten bei Cordula Kropp gab es gegebenenfalls einen Kommentar. Bitte ins Mikro sprechen. Jetzt warten wir noch, bis die Technik funktioniert. Ob ich nicht doch einfach laut sprechen? Test, test. Vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine kleine Frage und aus Eigeninteresse stelle ich sie. Es wurde ja auch auf das Better Together Projekt eingegangen. Das ist relativ typisch für ziemlich viele Projekte, in denen man versucht, durch smarte Technologien eben Effizienzgewinne zu realisieren. Und ihr habt gesagt, alle Maßnahmen werden mit Bezug auf die CO2-Emissionen evaluiert. Jetzt in den letzten Tagen hat es in Deutschland ja einige Konferenzen gegeben zum Carbon Footprint of der neuen ICT-Technologien, ja, die inzwischen, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, weltweit mehr CO2 verursacht als der gesamte internationale Flugverkehr. Also wir reden jetzt nicht über Pipifax sozusagen. Wird das einbezogen? Die kurze Antwort ist nein. Da geht es hauptsächlich um sozusagen in diesen Horizon 2020 Projekte, europäische Projekte, die sozusagen technologische Projekte implementieren lassen, fordern. Geht es immer um die Frage, okay, wie werden wir die einzelnen Maßnahmen evaluieren und wie werden wir das Monitoring machen? Und was natürlich sehr interessant dabei ist, ist, dass im Grunde, wenn die Stadt München sozusagen gegenüber die EU sozusagen rechtfertigt, wo, wie das Geld investiert worden ist, den Impact von allen Maßnahmen muss im Grunde in Bezug auf CO2 erzielte oder vorgesehene CO2-Reduktion bei CO2-Emissionen irgendwie definiert werden. Alle anderen Formen von Impact werden nicht, und für uns zum Beispiel, also ich war da beteiligt vor allem in der Organisation von Co-Design-Prozessen, also partizipative Prozesse, wo wir versucht haben, diese Technologien und Infrastrukturen zusammen mit verschiedenen Akteursgruppen irgendwie weiterzudenken, lokal zu spezifizieren und so weiter. Sogar diese Partizipationsmaßnahmen müssen am Ende nicht irgendwie, die können nicht so gerechtfertigt werden in Bezug auf die Teilnahme von weiten Teilen der Bevölkerung, sondern die müssen am Ende sozusagen mit einer Zahl sozusagen übersetzt werden. So, durch die Partizipationsmaßnahmen haben wir diese Sachen optimiert und dadurch sind mehr CO2-Emissionen-Reduktionen möglich. Aber ich wollte da in dem Zusammenhang darauf hinweisen, wie in solchen smarten Projekten
alles, was mit Stadtökologien zu tun hat, reduziert auf diese absurde Indikator wird. Also das war im Grunde der Punkt, den ich da. Ja, das ist, also ich einfach Nachkommentar bin ich auch gleich weg und überlasse das Mikro anderen. Aber das ist genau der Punkt. Wir etikettieren immer häufiger, ich beziehe mich ein, solche Projekte unter scheinbar neuen Perspektiven des Co-Design, des Experimentalismus. Und letztlich scheint aber die alte Zählstruktur und vor allem die technologieinduzierte Lösungssuche unverändert und eigentlich relativ nebenfolgenblind sich weiter durchzusetzen. Ende des Kommentars. Genau. Wir können noch darüber reden. Nur ganz kurz als Ergänzung, das Zentrum Stadtnatur wird von Ministeriumsseite ja nicht jetzt als Medium gesehen, CO2 zu mindern, sondern als ein Medium, Anpassungsmaßnahmen an die schon bestehenden Folgen des Klimawandels zu finden. Also da ist jetzt der Carbon Footprint nicht so essentiell. Also erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag und diesen Einblick ins Nähkästchen über dieses Forschungsprojekt. Und wir sind natürlich alle gespannt auf diese Datenbank, die ihr entwickelt. Und ich bin schon neugierig und wollte wissen, ob in diesen studentischen Testentwürfen, was jetzt eurer Meinung nach sich geändert hat. Was jetzt Dinge sind, wo man jetzt schon sagen kann, wir haben das in der Vergangenheit vernachlässigt. Wir müssen entweder wie wir entwerfen, anders vorgehen oder welche Aspekte wichtiger zu nehmen sind. Also wir haben bei den Testentwürfen die Vorphase eingeschoben, dass die Studierenden unseren Analysekriterienkatalog an den Platz anlegen, der über 450 Analysedaten pro Platz einfordert. Und da werden zum Teil Strukturen kategorisiert und auch zusammengefasst, die bisher nicht in Zusammenhang gesehen wurden. Also Stoffströme, Einflussmöglichkeiten. Und diese Erkenntnisarbeit in der Analyse zeigt uns, dass Studierende dann im Entwurf eine Sensibilisierung erfahren, wo sie tatsächlich auch Aspekte, die sie bisher nie mit einbezogen haben, also Entwässerung auf dem Platz, nicht nur als technisches Problem, sondern auch als entwurfsrelevantes Thema sehen zu können. Oder Höhlen in Bäumen, die Brutstätte für Fledermäuse oder für Bienen sein könnten, mit einzubeziehen und dann auch den Bestand der Bäume auf so einem Platz, wenn vorhanden, anders zu betrachten, anders wertzuschätzen. Nicht nur wertzuschätzen aufgrund der räumlich-ästhetischen Funktion, sondern plötzlich auch einer anderen Funktion, die man eigentlich wissen müsste, wenn ich Stefan Paulert anschaue, weil wir lehren ja ökologische Grundlagen. Aber wir merken, dass dieses Bewusstmachen beim Entwerfen nochmal dazu führt, dass die Entwürfe grüner sind. Das würde ich jetzt mal als ganz pauschalen Effekt sagen. Dass wir Bilanzen hergestellt haben. Das heißt, wir haben wieder angefangen zu rechnen, um diese Zahlenmanie zu bedienen, natürlich, ja, Versiegelungsgrad vorher, nachher, und haben ganz klare Entwurfsziele auch miteinander erarbeitet und dann definiert, was muss der Platz danach leisten können. Erstmal in der Projektion. Und das hat sich für uns insofern verändert, dass wir wieder so ein bisschen wegkommen von dem puren schönen Design. Und ich mag einfach behaupten, in den letzten 20 Jahren unserer Ausbildung hat es an vielen Orten einfach eine hohe Dominanz gehabt, sich hauptsächlich über ästhetische Lösungswege Gedanken zu machen. Und jetzt kriegen wir hier so eine Verwandlung, wo ich glaube, dass wir in eine gute Richtung kommen, inspiriert durch diese gemeinsame Arbeit. Ich würde dazu noch sagen, dass was vielleicht genau bei diesem experimentellen Ansatz, also wenn man diesen Begriff von Experiment ernst nimmt und man überlegt, so ein politisches Instrument zu entwickeln, die vielleicht sowas wie experimentelle Handlungskonzepte heißen kann, gegenüber die integrative Handlungskonzepte, also dass da genau darum geht zu verstehen, dass gerade in so einem Projekt mit 100 Plätzen, ja, da geht es nicht darum, dass wir Leitlinien oder Empfehlungen entwickeln, die dann sozusagen auf diese 100 Plätze gleichmäßig angewendet werden können, sondern es geht darum, auch die Diversität von diesen Plätzen
zu verstehen, dafür ist die Datenbank da, also die Datenbank erlaubt uns zu verstehen, was sind die lokalen Bedingungen von jedem von diesen Plätzen, um dann in einem zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was für Experimente können wir an dem Platz machen, die wir vielleicht an diesem anderen Platz nicht machen können. Und bei den Experimenten, und das ist genau was Regine gerade so gesagt hat, geht es nicht darum, jetzt integrativ alle Aspekte sozusagen synthetisieren, sondern es geht darum, Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht so für, also nicht denn, nicht so ein, nicht so, nicht so eindeutig sind für einige. Also vielleicht gibt es Experimente, wo wir, ich sage das so ein bisschen provokant, wo wir vielleicht an einem Platz, sagen wir, vielleicht macht es Sinn, an diesem Platz zu gucken, was würde passieren, wenn dieser Hitzinsel-Effekt intensiviert wird und wenn wir Maßnahmen ergreifen, um an diesem Platz irgendwie noch eine größere lokale Erwärmung zu erreichen, um zu gucken, was dann ist. Ja, und vielleicht an einem anderen Platz macht Sinn, irgendwie zu denken, okay, lass uns wirklich über Aufenthaltsqualität für Insekten denken und lass uns an dem Platz den Mensch nicht in Bezug ziehen und lass uns gucken, was da passieren würde und wie würden dann vielleicht doch Menschen und Anwohner sich diesen Platz ganz anders aneignen und so weiter. Also ich glaube, es geht darum, Sachen auszuprobieren, die wir ausprobieren müssen. Weil wir nicht wirklich, also nur so können wir uns vorbereiten sozusagen auf diesen dynamischen Prozessen, die wir kaum vorhersagen können. Und ich glaube, das sollte sich, und das ist der Versuch am Ende, vielleicht die studentischen Ansätze gehen einen Schritt in diese Richtung, aber der weitere Schritt wäre noch provokante oder noch radikalere Hypothesen zu verwirklichen in diesen studentischen Projekten und nicht nur da, sondern auch da draußen am besten. Ich muss leider so ein bisschen auf die Zeit schauen und würde gerne die Diskussion nochmal ausweiten, weil ich glaube, wir schaffen sonst die anderen Themen nicht. Wir sind jetzt schon über der Zeit. Wir wären eigentlich schon in den Panels. Insofern würde ich jetzt ganz gerne hier beenden, weil auch die anderen Sprecher noch sehr viel Sprecherinnen dabei haben und wir die Diskussion gerne heute Abend wieder hochnehmen. Diejenigen, die jetzt sich für Panel B interessieren,
damals alleine auch mal gesehen. Das war ja damals noch, als das, die Max Bucky, das war zu der Zeit eben, als sie für das Interview gekommen ist. Das ist auch eine Professur. Ja, so eine kleine Professur, die Universität in Shannon. Aber eine Dauerstelle. Das ist das Wichtigste. Ich würde es nicht so wie, okay, 8 Minuten zu spät ist. Mochtest du gleich anfangen? Ja, ich denke, es ist gut, schnell anzufangen. Du bist auch so wie zwei kurz. Ja, ja, klar, das habe ich auch geplant. Okay. Ja. Sehr schön. Okay. Dann? Ja, gut. Fangen wir an, ne? Hm? Ja. Hallo, ja. Willkommen beim Panel über Jenseits der Ecosystem Services, oder wie es auch auf Deutsch oft genannt wird, der Ökodienstleistungen. Unser Thema ist ein Hört man das? Ja. Aus globalen Naturschutzdebatten stammt, aber seit einiger Zeit auch schon in ökologischer Stadtforschung Resonanz findet. Die Nutzen und die Voraussetzungen dieses Ansatzes sind aber umstritten und wir werden uns in dieser Session deshalb mit einigen Dilemmata und Begrenzungen dieses Ansatzes beschäftigen, aber auch damit, ob es Alternativen gibt, wie man darüber hinausgehen kann und jenseits des Ökodienstleistungsansatzes über unser Verhältnis oder auch unser Sein in und mit Natur auf sinnvolle Weise reden kann. Und den ersten Ansatz dieser alternativen Ansätze wird Ferdinand Ludwig vorstellen. Ferdinand Ludwig ist Professor für grüne Technologien und Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München. Und er hat sich in einer Vielzahl von Projekten und Veröffentlichungen mit der Entwicklung eines Ansatzes beschäftigt, den er Baubotanik nennt und dessen Merkmal es ist, lebendes Pflanzenmaterial als Co-Designer in den Prozess von Gebäuden oder Landschaftsarrangements einzusetzen. Und aus dieser Perspektive wird er ein kritisches Licht auf den Ökodienstleistungsansatz werfen. Und anschließend wird Michi Knecht ausloten, wie ein Denken in Begriffen von Naturenkulturen dazu inspirieren kann, über die Grenzen dieses Ansatzes auch weiter noch hinauszugehen. Michi Knecht ist Anthropologin und Professorin an der Universität Bremen, wo sie das Nature Culture Lab leitet, das sich mit den hybriden Verwicklungen von Kultur und Natur beschäftigt. In ihren eigenen Arbeiten hat sie solche Fragestellungen vor allem im Bereich der Medizin und der biologischen Produktionstechnologien erforscht. Darüber hinaus ist sie aber auch Autorin ethnologischer Arbeiten zur Stadt. Ein ganz neues Buch zum Thema, der Sammelband Naturenkulturen, den sie mit herausgegeben hat, der wird wohl jeden Moment beim Transkriptverlag erscheinen oder ist er vielleicht sogar schon, ich weiß es nicht, ich habe nur gesehen die Ankündigung im Internet. Ja, ich selbst bin Jens Lachmund, ich bin Soziologe an der Universität in Maastricht. Und die Organisatoren haben mich mit der Moderation dieser Session betraut und mich auch gebeten, die Session mit einem kurzen Vortrag einzuleiten. Okay, dann lassen Sie mich mit konkreten Beispielen beginnen. In einigen schwedischen Städten wären die Bewohner bereit, monatlich 360 Kronen zu zahlen, wenn sie dafür einen Park in Wohnnähe zur Verfügung hätten. In Modesto in den USA reduzieren die Stadtwälder den Oberflächenabfluss um 300.000 Kubikmeter, was einem Wert von $600.000 entspricht. In Chicago haben Baumpflanzungen das Stadtklima so sehr verbessert, dass sich die jährlichen Energiekosten für Klimaanlagen pro Wohneinheit bis zu $90 verringert haben. All dies kann man als Ökodienstleistung oder Ecosystem Services bezeichnen. Das heißt, wie es in einer oft zitierten Definition heißt, als Zitat, den Nutzen, den menschliche Bevölkerungen direkt oder indirekt von Ökosystemfunktionen beziehen. Zitat Ende.
Gewöhnlich werden hierbei vier verschiedene Kategorien von Ökosystemdienstleistungen unterschieden: Versorgungsleistungen, Regulierungsleistungen, Lebensräume und unterstützende Leistungen sowie kulturelle Leistungen. Was man auch noch nennen kann, sind natürlich die Ökosystem-Disservices. Wir hatten da kurz drüber gehört, also gewisse störende Einflüsse, Pflanzen, die Allergien und Heuschnupfen hervorrufen und ähnliches. Während dieser Ansatz zunächst vor allem im Bereich globaler ökologischer Bestandsaufnahmen wie dem Millennium Ecosystem Assessment Verwendung fand, wird er zunehmend auch zur Beurteilung und Entscheidungsfindung, aber selbst auch zum technischen Management in der städtischen Grün- und Umweltpolitik propagiert oder auch eingesetzt. Es ist nun keineswegs revolutionär, dass Nützlichkeitserwägungen als Argument für grünpolitische Maßnahmen mobilisiert werden. Parks, Stadtbäume und Stadtfelder wurden schon immer als probate Mittel der Luftreinhaltung, der Verschönerung des Stadtbildes und der Bereitstellung von Erholungsräumen angesehen. Dennoch geht der Diskurs über Ökosystemdienstleistungen in wichtigen Punkten über den der klassischen Grünplanung hinaus. Lassen Sie mich daher kurz vier Aspekte skizzieren, die mir für die Einschätzung dieses neuen Bewertungsinstruments besonders wichtig erscheinen. Ein erster und der meistdiskutierte Aspekt betrifft diesem Bewertungsinstrument zugrunde liegende Begründungslogik. Das Bestreben, den Nutzen der Natur zu messen und möglichst in Preisen auszudrücken, zielt darauf ab, Naturschutz und Umweltbelangen in Kosten-Nutzen-Erwägungen ein stärkeres Gewicht zu geben. Ecosystem-Service-Bewertungen reagieren damit auf die Kritik von Umweltökonomen, die bereits seit den 70er Jahren beklagt haben, dass die konventionelle marktgebundene Preisbildung sowie Kosten-Nutzen-Analysen dazu tendieren, Umweltauswirkungen wirtschaftlicher Produktivität einfach als Externalitäten auszublenden. Und das wird so, durch Verpreislichung soll es dann wieder hineingeholt werden in die Logik des Marktes. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Sichtbarmachung und Verpreislichung von Ökosystem-Services tatsächlich ein robustes Mittel zur Verstärkung ökologischer Belange in politischen Entscheidungsprozessen sein kann. Wenn Ökosystemdienstleistungen und konkurrierende ökonomische Nutzen nämlich prinzipiell auf gleichem Niveau verhandelt werden, also man kann sagen im Sinne einer Weak Sustainability, dann ist es keineswegs auszuschließen, dass die Rechnung auch in vielen Fällen zulasten des Ersteren ausfallen kann. Wenn etwa ein Argument ist, man braucht ein Schutzwassergebiet, ein Flachwassergebiet wegen der Filterfunktion, und wenn irgendwann eine Technologie erfunden wird, die das Wasser besser filtert, ist das Gebiet natürlich auch in Frage gestellt. Kritiker dieses Ansatzes haben auch davor gewarnt, dass dieser einer Kommerzialisierung und Finanzialisierung die Tore öffnen könnte, mit der Folge, dass das Schicksal der Umwelt und unserer Umweltbeziehung von selbstreferenziellen Spekulationsdynamiken abhängen würde. So ernst solche Argumente auch genommen werden müssen, ist es aber eine offene Frage, welche politischen Effekte dieses Bewertungsinstrument letztlich hat. Diese lassen sich keineswegs umstandslos aus einer irgendwie intrinsischen Logik dieses Ansatzes ableiten, sondern hängen maßgeblich davon ab, wie dieser Ansatz in lokalen institutionellen Konstellationen artikuliert und angeeignet wird. Das ist eine Frage, die natürlich nur empirisch zu klären ist. Zweiter Punkt. Ein Merkmal dieses Bewertungsinstruments besteht in der Ausrichtung auf Ökosysteme bzw. deren Komponenten als die Objekte der Bewertung. Schon 1973 entwickelte Paul Duvigneau am Beispiel Brüssels ein erstes Modell der Stadt als Ökosystem. Ganz im Sinne des an der Kybernetik und dem Thema der biologischen Produktivität orientierten International Biological Programs fokussierte er dabei auf die Stoff- und Energieströme der Stadt. Auch wenn dieser Stadt heute in den Stoffstromanalysen der industriellen Ökologie fortlebt, erwies es sich als überaus schwierig, diesen für die planerische Praxis fruchtbar zu machen.
In dieser Hinsicht erfolgreicher waren die Arbeiten der Gruppe um Herbert Suhkopp in Berlin. Die Stadt wurde hierbei nicht als einheitliches Ökosystem beschrieben, sondern als Mosaik durch die jeweils dominierende menschliche Landnutzung differenzierter Lebensräume oder Biotope. Ein ganz anderer Ansatz wurde schließlich in den 90er Jahren in der sogenannten Baltimore-Studie entwickelt. Hier erscheint die Stadt als ein Gefüge hydrologisch bestimmter sogenannter Patches, die jeweils selbst als Ökosysteme beschrieben werden und deren dynamischen, nichtlinearen Wechselbeziehungen das Forschungsinteresse gilt. Bei allen Unterschieden ist es eine Gemeinsamkeit all dieser stadtökologischen Modelle, dass sie den Menschen als prägenden Faktor oder bei Duvigneau sogar als integralen Bestandteil in die Betrachtung des Ökosystems einschließen. In dieser Hinsicht besteht jedoch eine Spannung zum Konzept der Ecosystem Services, da dieses ja gerade auf einer konzeptuellen Gegenüberstellung des Ökosystems als Produzenten der Dienstleistung und des Menschen als dessen Nutznießer beruht. Zudem stellt sich hier die Frage, ob es nicht auch sozial relevante Affordances von Stadtnatur gibt, etwa solche, die mit dem Landschaftsbild zusammenhängen, wie man klassisch sagt, die sich gar nicht vollständig mit den harten Parametern der Ökosystemforschung erfassen lassen und die damit bei der Bewertung systematisch ausgeblendet werden. Meine dritte Bemerkung betrifft die Weise, in der die menschliche Bevölkerung als kollektives Nutznießersubjekt von Ökosystemdienstleistungen konstruiert wird. In dieser Hinsicht ist der Zugriff des Ecosystem-Service-Ansatzes ein zutiefst anthropozentrischer. So technisch sein Vokabular auch ist, bewegt sich dieser Ansatz damit notwendig immer auch auf dem Gebiet des ontologischen und normativen Ordnens sozialer Verhältnisse. So handelt es sich um eine kulturelle Normalisierung existierender Technologie, wenn etwa die Filterfunktion des Straßenbegleitgrüns zur städtischen Luftreinhaltung herausgestellt wird, wo man doch stattdessen auch über alternative Verkehrssysteme nachdenken könnte. Wie Henrik Ernstson mit Recht bemängelt hat, machen Ökosystemdienstleistungsbewertungen bisher auch nicht hinreichend sichtbar, welche spezifischen Gruppen denn tatsächlich von diesen Dienstleistungen profitieren und tragen dadurch indirekt zur Unsichtbarkeit sozialer und umweltlicher Ungerechtigkeiten bei. Darüber hinaus perpetuieren Ökosystemdienstleistungsabschätzungen auch normative Definitionen des legitimen Gebrauchs der als Ökosysteme konfigurierten Räume. Wenn etwa die Dienstleistung eines Parks beurteilt wird, so geht es dabei zwar um dessen Erholungs- oder Freizeitnutzung, aber kaum um die Bedeutung, die derselbe Raum auch als Schlafplatz für Obdachlose oder als Treffpunkt jugendlicher Migrantengruppen hat. Im Zweifel wird die Anwesenheit solcher Gruppen sogar als ein Negativfaktor in die Ökosystemdienstleistungsbewertung hineingerechnet, da sie die Aufenthaltsqualität für den als legitim anerkannten Nutzer reduziert. Der vierte und letzte Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, betrifft die Arbeit der Formalisierung und mathematischen Modellierung, die das Herzstück jeder elaborierten Ökosystemdienstleistungsabschätzung bildet. Wenn die Rede von Ökosystemdienstleistungen sich nicht auf eine allgemeine Sensibilisierung für den Wert grüner Infrastruktur beschränkt, dann materialisiert sie sich in formalisierten Repräsentationen dieser Dienstleistungen als Indikatoren, Modelle und schließlich Preise. Solche Repräsentationsformen stehen am Ende langer Übersetzungskaskaden, in denen Befunde feldökologischer Geländebeobachtung mit anderen Daten wie Marktbeobachtungen und Stakeholderpräferenzen aggregiert, verschnitten und in standardisierte Formate überführt werden. Wissenssoziologische Untersuchungen zu Klassifikationen und Standards haben gezeigt, dass solche Prozesse unvermeidlich durch kontextgebundene Darstellungskonventionen und Aushandlungsprozesse geprägt sind. Dem steht gegenüber, dass die Resultate von Ökosystemsbewertungen dem Downstream-Nutzer, seien das professionelle Planer oder engagierte Bürger, jedoch als dekontextualisierte Beschreibungen objektiv gegebener Verhältnisse entgegentreten. Die Befürchtung ist daher nicht unbegründet, dass sich der Raum politischer Auseinandersetzungen damit auf das Abwägen von Ökosystemdienstleistungen gegenüber anderen Zielen reduzieren könnte und die fundamentalere gesellschaftspolitische Frage, was wir überhaupt als städtische Natur wertschätzen und wie wir mit dieser leben wollen und uns als Teil dieser vielleicht sogar verhalten wollen, dethematisiert werden könnte.
Ob nun die Beteiligung von Stakeholdern einer solchen technokratischen Engführung des Bewertungsprozesses entgegenwirken kann, hängt wesentlich davon ab, ob dieser auch den Kernbereich der Wertkalkulation betrifft, wie offen diese organisiert wird, was es letztlich bedeutet, zu einem Stakeholder gemacht zu werden und welche Aktorposition damit zusammenhängt und ob auch uneingeladene Interventionen kreativ in diesen Prozess aufgenommen werden können. Wie wir nun im Folgenden diskutieren wollen, gibt es auch Möglichkeiten, über diesen Ansatz hinauszugehen, die teilweise durchaus Grundintentionen und Absichten dieses Ansatzes mitnehmen, aber auch mit neuen theoretischen Vokabularen arbeiten und damit allgemeine Register auch für die praktische Bewertung und die Erforschung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen oder wie immer man das dann diskursiv rekonfiguriert in diesen Ansätzen herstellen kann. Ich möchte dann das Wort an Ferdinand Ludwig übergeben, der den ersten dieser Ansätze vorstellen wird. Ja, hallo zusammen. Einen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich ungemein, hier nochmal sprechen zu können auf dem Weinstephaner Forum, obwohl ich letztes Jahr auch schon die Gelegenheit hatte, sprechen zu dürfen, aber natürlich jetzt von einem ganz anderen Hintergrund. Ich bin angefragt und eingeladen worden, im Prinzip nicht unbedingt erstmal in erster Linie als Wissenschaftler, der ich in gewissem Sinne ja auch bin, als entwerfender Architekt, Landschaftsarchitekt, sondern halt zunächst einmal als Praktiker der Baubotanik. Und mein Vortrag, der gliedert sich in zwei Teile. Ich möchte vor dem Hintergrund des Themas, der Herausforderung der Konferenz, erstmal mein eigenes Wirken und Arbeiten versuchen, fast wie autobiografisch zu reflektieren, herauszuarbeiten, was waren eigentlich für den Ansatz der Baubotanik über die letzten 15 Jahre die Argumente, mit denen wir intern argumentiert haben, aber auch wie wir extern gesehen wurden und wie wir uns sozusagen auch verkauft haben. Und ich möchte dann im zweiten Teil anhand der Gegenüberstellung von ein paar Zeichnungen, die wir gerade für ein Buchprojekt vorbereitet haben, die sind noch ein bisschen unfertig, aber ich möchte damit versuchen, diese Erfahrungen übertragbar zu machen auf dieses Thema des Baumes. Das ist ja auch mein Thema, mit dem ich mich also primär beschäftige, um es dann hier für diese Diskussion fruchtbar zu machen. Ganz kurz ergänzender Hinweis natürlich noch zu meinem Hintergrund. Ich komme ja aus der Architektur, habe an der Uni Stuttgart studiert und die Uni Stuttgart in der Architektur ist ja weltbekannt für die Arbeiten von Frei Otto, also von jemandem, der versucht hat, von der Biologie zu lernen und damit Konstruktionen zu optimieren. Und da steht und stand auch immer wieder der Baumpate. Und wir haben uns ganz am Anfang unserer baubotanischen Arbeiten sehr stark auf einen Forscher aus Karlsruhe bezogen auf den Klaus Matteck und ich möchte da ein Zitat vorlesen, wie der über Bäume spricht, der ist eigentlich Physiker und es ist unglaublich spannend, weil da sehr viele Keywords auftauchen, die heute und vor allem auch gestern schon gefallen sind. Bäume, die Meister der Mechanik, optimieren ihre äußere Form so, dass auf der Baumoberfläche die Spannungen gleichmäßig verteilt sind. Der vitale Baum erhält in lebenslanger Körperpflege diesen Zustand gleichmäßiger Spannungsverteilung, indem er an überbelasteten Bereichen dickere und an unterbelasteteren Bereichen dünnere Jahresringe ausbildet. Diese These von Matteck, dass der Baum ein sich selbst optimierendes Tragwerk ist, war ein bisschen der Ausgangspunkt der baubotanischen Idee, lebende Bauwerke, lebende Tragwerke zu konstruieren, sozusagen in den Baum in Dienst zu stellen für die Architektur, für die Konstruktion. Ich begreife natürlich hier den Begriff Ökosystemdienstleistung ein bisschen so, ich missbrauche den natürlich und halte mich nicht an die klassischen Definitionen, sondern es geht mir allgemein immer um dieses In-Dienst-Stellen.
Und wir haben hier eigentlich die Hypothese gehabt, könnten wir nicht das optimierte Tragwerk perfekt wachsen lassen, was auch null CO2-Fußabdruck hat, weil es einfach aus sich heraus entsteht und dabei auch noch CO2 aufbindet, also sozusagen ein sehr stark in die Optimierungsrichtung auch ökologisches Bauen gedachte Motivation. So sieht es dann aus. Es ist ein studentisches Projekt, der Baubotanische Steg von mir. Und dann kehrt sich das aber relativ schnell um, wenn man das dann wachsen sieht. Dann kamen diese rationalen Argumente sehr schnell in den Hintergrund, weil man eigentlich plötzlich nur noch über das Erlebnis geredet hat. Dass man zwar einerseits das Gefühl hatte, man steht auf dem Baum, man steht im Baum, das war also schon auch irgendwie wichtig, dass der trägt, aber es war eigentlich auf einer viel stärker empfindsamen ästhetischen Ebene dann plötzlich verhandelt. Also da gab es sozusagen schon eine erste Verschiebung und das ist immer so schwierig mit diesem Bild, weil der Beamer zu schlecht ist, aber das war dann sozusagen die zweite Verschiebung. Da sieht man jemanden drin, der soll das pflegen. Ja? Und hier ist dann sozusagen dieser zunächst rational in Dienst gestellte Baum zu einem wilden Monster, wenn man so will, geworden, der sozusagen sein Eigenleben entwickelt und der vielleicht auch eine Art Diss-System Dienstleistung versucht uns also vor uns vor Herausforderungen stellt, sozusagen auch mit dieser Wildheit der Natur, die dann überbordend wird, wieder entsprechend klarzukommen. Also das ist so ein zweiter Richtungswechsel. Und dann gibt es immer solche Detailaufnahmen, die sind unglaublich spannend, weil man da dann wieder sagen kann, ja, das ist ja interessant, weil der Baum sich technisch optimiert, weil er um diese Struktur herumwächst, er wird stabiler. Es ist aber auch, finde ich, ein Bild, was unglaublich wichtig ist, wieder auf dieser symbolischen Ebene als ein Natur-Technik-Hybrid, wo man sehr, sehr schwer dann unterscheiden kann, was ist eigentlich was. Und auch wir haben auch da sehr stark immer diesen Begriff des Biofaktors genutzt, um sozusagen dieses Bild begrifflich in den Griff zu bekommen. Wenn man jetzt dieses Bild, da kann man jetzt so Reihen zeigen, wo das immer perfekter wird, das ist sehr schön. Man kann aber auch ein Bild zeigen, was ganz anders aussieht. Das ist dann ein Baum, wo dann gesagt wurde, wir haben den Baum vergewaltigt. Haben wir ein Stück weit auch fehlendes botanisches Wissen? War der Hintergrund zu sagen, wir haben die so falsch zusammengeschnürt, diese Bäume, der ist stranguliert. Also irgendwie ist es das gescheiterte Experiment, während wir aber, wenn wir einfach mal drei hier Sachen zurückgehen, also von diesem Bild kommend, ja, zu diesem Bild kommen, dann hat dieses Projekt in sich sozusagen so zwei sehr unterschiedliche Lesarten und Sichtweisen, diese Naturschönheit des Erlebens, die Indienststellung, aber dann auch sozusagen die Kritik daran und ein kleines bisschen auch das Scheitern dieses Experiments durch ein technisches Problem, wenn man so will. Und das macht es dann aber unglaublich interessant, weil dann dieser wilde Baum, den ich vorher beschrieben habe, der uns vor die Herausforderung der Pflege stellt, weil er so vital ist, weil er so dynamisch ist, plötzlich eigentlich zum Patienten wird, weil man ihn plötzlich ganz subtil pflegen muss. Wir haben dann da Bypässe gepfropft, um diese Sachen wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben versucht, Stützen zu reparieren und haben also sozusagen viele Jahre daran herumlaboriert, wenn man so will, um diese Vitalität, die uns am Anfang fast erschlagen hat, wieder zu bekommen. Da sind dann natürlich auch manche Sachen, wie man hier im hinteren Bildbereich sieht, dann durchaus abgestorben und da kommt man dann auch nochmal zu einer anderen Sache, die sehr stark mit den Baumhöhlen dann zu tun hat, mit den Bienen, von denen wir vorher etwas gehört haben. Und letztendlich haben wir aber dann irgendwann einen harten Cut gemacht und haben gesagt, wir kamen damit nicht wirklich zu Rande und dann hat sich ganz viel umgedreht. Wir haben gesagt, wir müssen da ganz große Bereiche herausnehmen, weil sie einfach diese dem Baum anvertraute Tragfunktion nicht mehr erfüllen konnten. Also das sind jetzt hier Begriffe mit Begriffen überschrieben wie die Amputation und dann die technische Prothese, also das Umkehren, dass wir plötzlich die Struktur, den Baum selber abstützen mit technischen Elementen. Wir haben dann Teile dieser Sachen auch immer drin gelassen, wie schon angekündigt, also diese absterbenden Elemente werden dort wieder arrangiert und dienen dann, und dann kommt eine neue Funktion wieder herein, als Habitat für Arten, die das besiedeln können, dieses verfaulende Holz nutzen können.
Und wir haben aber natürlich gleichzeitig auch wiederum die Regeneration, also dass sich so etwas aus sich heraus regenerieren kann, ist ja auch etwas sehr Unübliches für ein technisches Konstrukt. Also es hat immer irgendwie diese extremen Ambivalenzen in diesem an und für sich doch sehr einfachen Projekt in dem Umgang mit Baum. Ausgangspunkt war ja hier eigentlich die Hypothese sozusagen der Indienststellung für eine originär architektonische Funktion des Tragens, des Tragwerks. Und ich komme jetzt zu dem zweiten Punkt, nämlich der Indienststellung auch in der Baubotanik mit einer klassischen Ökosystemdienstleistung, nämlich dieser klimatischen Funktion. Wir kennen sie alle: Kühlung, Verdunstung, Verschattung, Luftverbesserung, Filterung. Und wir haben dann die auch ein Stück weit stärker in den Vordergrund gerückt und haben versucht, mit unseren Techniken ganze Baumkronen unmittelbar zu bauen, die dann, das war also die These, unmittelbar die Ökosystemdienstleistungen, die Filterwirkung, die Kühlwirkung, die Verschattungswirkung eines ausgewachsenen Baumes wiederzuspiegeln, obwohl er eigentlich gebaut ist. Das ist hier dann der Punkt, und dann kommt man zu einer Situation, die ist wieder genau invers zu dem vorher der Baum, der den Menschen tragen sollte, und plötzlich stellt man fest, dass man hier dann anfängt, oben links sieht man dieses große Stahlkonstrukt, dem Baum zu dienen, sozusagen ein Tragwerk für ihn zu bauen, statt umgekehrt das zu machen. Deshalb ja auch der Titel meines Vortrages. Und das ist noch weiter auf die Spitze geführt hier in dieser Schemazeichnung eines Wettbewerbsbeitrags im Haus der Zukunft in Berlin, an dem wir 2012 gearbeitet hatten. Da ist der Baum wirklich zum integralen Bestandteil eines technischen Gebildes, eines Klimakonzeptes für das Haus geworden, wo sich die Dinge sehr unterschiedlich ergänzen. Also gibt es sehr viele technische Komponente, gibt es die Regenwasserspeicherung, die dem Baum, der Baumfassade dann das Wasser zuführt. Das Ganze ist mit allen technischen Einrichtungen verkoppelt. Da liegen Rechnungen dahinter, wie viel würde die Klimaleistung, sozusagen die Leistung der Klimaanlage weniger sein, wenn dieser Baum das alles verschattet und filtert. Es war aber auch Teil eines Wettbewerbs für, wie gesagt, das Haus der Zukunft in Berlin, wo es darum ging, Zitat aus der Ausschreibung, Zukunft architektonisch zu fassen, weil man ein Gebäude bauen, entwerfen sollte, in dem die Zukunft ausgestellt wird, also das Design der Zukunft, die Technologie der Zukunft. Und wir haben versucht, dieses Thema dadurch zu fassen, dass wir halt diese Baubotanik-Fassade entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir kennen die Zukunft nicht und deshalb bauen wir ein Gebäude, dessen Zukunft wir nicht kennen, weil wir nicht genau wissen können, wie sich dieser Baum entwickelt. Und jetzt haben wir doch da, glaube ich, schon ein sehr interessantes Dilemma, dass wir einerseits diese Indienststellung haben, wo wir abverlangen, dass er was können muss, dass er eine Verlässlichkeit hat, sonst funktioniert ja mein Gesamtklimasystem nicht mehr. Und andererseits haben wir ein Konzept, was eigentlich mit dieser Unsicherheit spielt. Und das war wirklich etwas von daher sehr Interessantes, weil man dieses Dilemma dann in der Jurybeurteilung unglaublich gut, wurde unglaublich gut wiedergespiegelt. Da möchte ich so ein paar Zitate vorlesen. Ich denke, die hier die Diskussion vielleicht ganz gut bereichern könnten. Da wurde dann beschrieben, mit seinen baumberankten Fassaden ist es mehr ein Baumhain als ein Haus. Also man hat erstmal so ein Zuordnungsproblem gehabt. Und dann auch die primäre Anordnung des Baumkörpers rhythmisiert angenehm die Silhouette zur Spree. Städtebaulich entsteht eine wohltuende grüne Lücke, obwohl eigentlich ein Haus gebaut wurde. Also das wurde erstmal so positiv aufgenommen. Dann aber auch die langsam wachsende Fassadenbegrünung steht für das Ungewisse. Das wurde sozusagen da durchaus anerkannt und erkannt. Und dann aber auch, der Entwurf löst konträre Diskussionen aus, entzieht er sich doch bewusst klassischen Sichtweisen. Interessant ist auf jeden Fall, dass die grüne Fassade die Beschattungsdichte über die Jahrzehnte reguliert. Also da wurde dann dieser funktionale Aspekt herausgehoben. Und abschließend, insgesamt ist dies ein bereichernder Beitrag im Rahmen der anspruchsvollen Aufgabe, Zukunft architektonisch zu thematisieren. Sehnsucht nach Natur, Gesundheit, eins werden mit der Welt, werden emotional angesprochen. Also da kommt dieses Moment auch mit dieser Biophilie-Hypothese eigentlich rein, dass es um die emotionale Bindung zu diesem Baum, zur Natur geht.
Sicherlich ist es ein Nicht-Haus für Architekten, also nicht greifbar, das Attraktor für breite Bevölkerungsschichten sein kann, Neugier auslöst, Schwellenangst abbaut. Es ist aber auch verbunden mit einer gewissen Naturromantik, das darf man wohl nicht, Naturromantik irgendwie in einem architektonischen Entwurf thematisieren, und Ungewissheiten, die insbesondere den Bauherrn und Betreiber an der Stelle unsicher zurücklässt. Also das ist etwas, was hochinteressant ist, was man der Jury, glaube ich, nicht verübeln kann, wenn man den offensichtlichen Konflikt zwischen dieser Zeichnung und diesem Bild sich vor Augen führt. Kritisieren möchte ich nun doch den etwas fehlenden Mut sozusagen, was ja auch heute schon angesprochen wurde, zum Experiment, die Chance scheitern zu können mit etwas, was Zukunft ausdrücken sollte. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt auch, wenn es um die Umsetzung der Ansätze dieses Forschungsprojekts geht, glaube ich, sehr stark auch an die Öffentlichkeit, an die Politik heran müssen, um da ein Fenster zu öffnen für Chancen und Möglichkeiten, die, wenn sie offen sein wollen für die Zukunft, natürlich auch die Möglichkeit haben, dass sich Dinge immer anders entwickeln als geplant. Ich möchte das jetzt nochmal mit zwei Bildern, also diese Widersprüchlichkeit, zusammenfassen, die, glaube ich, diesen baubotanischen Ansatz ausmacht. Das war jetzt in diesem Zitat schon angesprochen. Das ist die Emotionalität, die Liebe zur Natur. Ich habe jetzt hier ein Bild einer Pflanzenliebhaberin als Beispiel dafür herausgewählt. Und auf der anderen Seite halt diese Indienststellung, die einen extremen Pragmatismus mit sich bringt. Das ist sozusagen eine meiner Lieblingstätigkeiten, Bäume zu verschrauben, um solche Verwachsungen zu erzeugen. Viele werden es schon kennen. Ganz bewusst mit diesem Gefühl, dass man das dann auch bricht. Also dass es einerseits halt um diese Liebe zur Pflanze geht und auch diese schöne Form, wenn das nachher so verwachsen ist, aber dann auch dieser Akt, der so ein bisschen was leicht Destruktives, fast Verbrecherisches aus mancher Sicht gegenüber der Natur hat, und dann aber doch die Dinge auf irgendeine Art versucht zusammenzubringen. Das ist jetzt der erste Teil und auch der längere Teil meines Beitrags gewesen. Ich möchte jetzt versuchen, quasi ohne die Baubotanik nochmal dieses widersprüchliche Verhältnis von diesen Diensten darzustellen, anhand immer von zwei Bildpaaren. Auf der linken Seite sehen wir sozusagen immer die Ökosystemdienstleistung, vielleicht die Perspektive des Wissenschaftlers, der drauf guckt und versucht, wie kann ich das nachher auch messen, was habe ich für einen Mehrwert, und auf der rechten Seite dann das Komplementäre dazu, vielleicht die Perspektive des Pflanzen, des Baumliebhabers, vielleicht aber auch desjenigen, der in der Baumschule dann diesen Baum erstmal produzieren muss. Also wir haben durch die Baubotanik dann einen sehr tiefen Einblick in diese Produktion von Bäumen, und es ist genau das Inverse von Ökosystemdienstleistungen. Hier sehen wir natürlich an einem Baumdach die immer häufig und im Klimawandel mehr und mehr gewünschte Schattenwirkung, was der Baum für uns tut. Wenn wir dann in die Anzucht schauen oder den Baumliebhaber, der so eine empfindlichere Pflanze vielleicht hat, dann haben wir oft genau das Gegenteil. Die Baumschulen bauen Schattenhallen, damit die Bäume schneller wachsen. Wenn wir den Ökosystemdienstleistungsforscher sozusagen befragen, was macht eigentlich der Wald, dann kommt ja oft die Antwort, der Wald reguliert das Klima. Außenrum habe ich extreme Temperaturschwankungen, habe extreme Strahlungsbeeinflussungen, und der Mensch da drin, der hat dann ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Klima. Wenn wir jetzt wieder zum Pflanzenliebhaber gehen, baut der ein Gewächshaus um seine empfindlichen, exotischen Bäumchen vielleicht, und es ist jetzt auch gar nicht ironisch gemeint, wenn wir nur irgendwie ein paar hundert Jahre zurückgehen und schauen in den Barock, dann hat man natürlich eine Orangerie, ist ein Haus für einen Baum und nicht ein Baum für ein Haus sozusagen. Also das ist hat eine große Tradition, der baut da sogar manchmal hier eine Klimaanlage ein, baut eine Heizung ein, baut Lüftungsanlagen ein, um dieses empfindliche Pflänzchen Baum überleben zu lassen, gedeihen zu lassen. Das Gleiche haben wir natürlich hier beim Regen und der Feuchtigkeit, die Interzeption des Waldes wird ja viel herausgearbeitet, dass er da bei Regen sozusagen wie ein Schwamm wirkt und dann eine hohe Luftfeuchte bereitstellt. Rechts wieder der Baum.
er eine gespannte Atmosphäre in seinem Gewächshaus erzeugen will, um wieder das Baumwachstum zu optimieren und dann künstlich oft Nebelanlagen betreibt, um da sozusagen seinem Baum etwas Gutes zu tun. Und dann noch eine der letzten Gegenüberstellungen, eine der klassischsten Ökosystemdienstleistungen natürlich, der Wald als der Schwamm, der Filter, der den Regen aufnimmt, der ihn nicht ablaufen lässt, sondern zeitverzögert ins Grundwasser einspeist und das dann in schöner, reiner, gefilterter Form dem Menschen in seinem Haus zur Verfügung steht. Und das Interessante ist ja dann, was macht der Mensch mit diesem vom Baum eigentlich bereitgestellten Wasser? Er gibt es wieder einem Baum, weil er vielleicht Umgebungsbedingungen geschaffen hat in seiner sehr dichten Stadt, die genau das Gegenteil brauchen, wo er sozusagen sein vielleicht technisch sehr stark aufbereitetes Wasser ihm geben muss, damit er überleben kann. Und dann noch dieses Beispiel, auch eigentlich eine klassische Ökosystemdienstleistung, überspitzt formuliert, dass der Baum den Baugrund für das Haus schafft, weil er Erosion verhindert, weil er den Hang stabilisiert, weil es sonst abrutschen würde, weil es sonst abgeschwemmt wird. Und wir dann, und da ist die Frage, das hat dann auch wieder Ökosystemdienstleistungen ja oft auch das wiederum umdrehen, in der Bauwerksbegrünung eigentlich die Dienstleistung für die Pflanze erstmal erbringen, den entsprechenden Wurzelgrund zur Verfügung zu stellen. Hier ist immer die Frage, welchen Teil schaue ich eigentlich an? Schaue ich den unterirdischen Teil an oder schaue ich den oberirdischen Teil an? Links kriege ich eine Dienstleistung von dem unterirdischen Teil, rechts geht es mir dann oft um die Dienstleistung sozusagen des oberirdischen Teils, während ich quasi dem Baum dienen muss, damit er diese Wachstumsbedingungen überhaupt erst einmal vorfindet. Und die letzte Gegenüberstellung ist eigentlich die verwirrendste, die kriege ich selbst immer nicht ganz klar. Das ist jetzt dann dieser Punkt, dass ja auch versucht wird, in diese Ökosystemdienstleistungsbewertung weiche Faktoren mit einzubauen, also den Erholungswert für den Menschen, den Genuss an Natur auch irgendwie, wir hatten es gerade gehört, versucht irgendwie zu fassen. Also der Mensch, der dann irgendwie unterm Baum liegt und jetzt nicht nur den Schatten thermisch genießt, sondern eher das Spiel der Blätter, der vielleicht versucht, noch Vögel anzulocken, um das Zwitschern zu genießen. Und wenn wir jetzt den sozusagen ökosystemdienstleistungsmäßig betrachteten Menschen, dem Baumliebhaber, der Angst hat, um sein Pflänzchen gegenüberzustellen, dann kommen wir vielleicht zu einer ganz eigentümlichen Gegenüberstellung, dass der dann plötzlich anfängt, vielleicht, und das ist die Frage der Systemgrenze, dann wieder seinen Baum zu schützen, nicht nur damit er vielleicht die Kirschen essen kann, sondern dass sozusagen die Pflanze, die Teil seines Kosmos ist, nicht von negativen Kräften, so beschrieben, aus dem Naturkontext, aus dem Gesamtökosystem angegriffen und vielleicht sogar zerstört wird. Wir sehen das ja sehr viel jetzt an Fragen, wie gehe ich mit einem Eschentrieb sterben, wie gehe ich mit einem Buchsbaum sterben und so weiter um. Wie stellen wir uns dann zu solchen Debatten einzelner Baum versus Gesamtsystem? Ich habe keine abschließende Zusammenfassung, das ist, glaube ich, auch gar nicht nötig in so einem Format, wo es ja eigentlich um diese Debatte geht, sondern da habe ich mich ja bewusst versucht, irgendwie angreifbar auch mit der Baubotanik zu machen und das Scheitern herauszustellen. Ich habe einfach abschließend nochmal versucht, diese drei Bilder gegenüberzustellen, das praktische Machen auf der einen Seite, die Liebe zur Pflanze, die Emotion auf der anderen Seite und als drittes dann, und das will ich überhaupt nicht kleinreden, dass das ein absolut legitimes Argument auch für uns ist, diese Leistungen, auch die messbaren Leistungen von Bäumen, von Pflanzen, von Ökosystemen, gerade im städtischen Kontext, die aber, wie ich versucht habe aufzuzeigen, halt doch oft extrem im Widerstreit auch stehen zu diesen emotionalen Komponenten und vielleicht ist es unser Versuch dann, diese zwei Dinge auf irgendeine neue Art regelrecht miteinander neu zusammenzuschrauben. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin damit am Ende meines Vortrags und freue mich sehr auf die Debatte im Anschluss. Und auf Fragen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in dieses Einzoomen eigentlich in einen Fall von Ökosystemdienstleistungen.
und die Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen, die in diesem Prozess dann plötzlich sichtbar werden. Ich glaube, das gibt viel Hintergrund und viel Stoff für die Diskussionen, die wir gleich haben werden. Aber jetzt möchte ich überleiten und das Wort geben an Michi Knecht, die den zweiten Vortrag über Alternativen oder Weiterentwicklungen dieses Ansatzes vorstellen wird. Das halte ich in der Hand, ne? Und Abstand. Ja, schön, dass Sie alle hier sind. Bisschen höher? Okay. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke nochmal an Ignacio Farias und Regina Keller und auch, dass ich Teil sein kann der Debatten um dieses inspirierende Projekt 100 Plätze, weil ich glaube, das ist ja gestern auch schon mal gesagt worden, Natur- und Kulturenforschung, und darüber werde ich berichten, ist ein Trigger für Kollaboration und Zusammenarbeit, und gleichzeitig gibt es die aber viel seltener, als wir denken, tatsächlich als Praxis. Und das Projekt von Ignacio und Regina ist, glaube ich, eines der wenigen, wo wirklich Planer und Grundlagenforscher zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich jetzt nach sehr konkreten Sachen, ich hätte vielleicht besser gestern Abend hingepasst zu so allgemeinen Bemerkungen, weil wir jetzt von den ganz konkreten Projekten und Fragen wieder auf etwas stärker generelle intellektuelle Strategien gehen, aber ich hoffe, dass in diesem Hin und Her zwischen Einzelfall und Allgemeinem dann die Debatte über die Planbarkeit und Unplanbarkeit von städtischen Natur und Kulturen, die Debatte über die Positionalität und die Relationen der Planer und die Debatte über Hierarchien zwischen einerseits funktionalistischer Nutzung und spekulativer Nutzung und sogenannter Romantik, die noch vollkommen ausblenden die soziale Polarisierung. Und so ein bisschen Bourdieu'sche Frage, wer sind wir eigentlich, die wir hier partizipieren in diesen Projekten, dass es zu dieser Debatte beiträgt. Ich bin eingeladen, die Brücke zu bauen zwischen dem Bremen Nature Cultures Lab und dem Projekt in München. Ich werde ganz schnell was sagen dazu, was das BCNL ist, warum wir den Hammer als grafisches Symbol eingeführt haben für unsere Arbeit, weil das hängt mit Punkt 2 zusammen, weil zu deklarieren, das Ende eines universellen Naturbegriffes natürlich ein Hammer ist, also wirklich ein Affront für alle naturwissenschaftlich denkenden Menschen, die wir aber ja mitnehmen wollen, und da müssen wir sehr sorgfältig sein. Und ich werde dann vor allen Dingen was sagen zu den Punkten 3 und 4 im Sinne von intellektuellen Werkzeugen, die wir haben für die Natur- und Kulturenforschung und die vielleicht aus Bremen etwas bringen können, auch für München, obwohl das Bremen Nature Culture Lab weder einen speziellen Stadtbezug hat, noch mit Planern im Moment zusammenarbeitet, sondern stärker mit Geografen, Wissenschafts- und Technikforschern, Museumsleuten und Biologen. Ja? Okay, also was machen wir? Das BCNL ist ein winzig kleiner Think Tank, in dem es uns vor allem darum geht, die Natur- und Kulturenforschung in öffentlichen Vorträgen, mit Konzepten und mit Veröffentlichungen wieder zu vermählen mit der politischen Ökologie, weil das ist eigentlich sehr weit getrennt gewesen. Wir tun das durch Grundlagenarbeit in Bremen, vor allen Dingen für die Blue Humanities und Blue STS, was an Bremer Standort mit so viel Meeres- und Küstenforschung natürlich viel Sinn macht und was in Deutschland noch überhaupt nicht entwickelt ist. Wir tun das durch Forschungsanträge, wie zum Beispiel das Projekt Knowing the Seas as Nature Cultures. Wir tun das durch kollaborative und interdisziplinäre Lehre. Und genau, wir haben jetzt gerade, es ist leider noch nicht da, es hat also die Frankfurter Buchmesse nicht geschafft. Jetzt wissen wir nicht genau, wie viele Wochen wir noch warten müssen, bis dieses Buch kommt. Und das Lab zielt darauf ab, den Zusammenhang von empirischer Praxis, also es sind auch in dem Buch zum Beispiel ausschließlich empirische Fallstudien, aus deren Einzelfall heraus dann etwas verallgemeinert wird, theoriebezogen und bezogen auf Natur- und Kulturenforschung. Also das Lab zielt darauf, den Zusammenhang von empirischer Praxis und gesellschaftlicher Relevanz von Theorie in einer Doppelbewegung nachzuvollziehen. Zum einen glauben wir, dass Objekte und Praxen von Natur und Kulturen
immer nur an empirischen Einzelfällen untersucht werden können. Und das ist ja auch euer Standpunkt und sozusagen, dass nicht verallgemeinert gemacht werden kann. Zum anderen sind die komplexen Objekte und Fragestellungen, die diese klare Aufteilung von Natur und Kultur unterlaufen, nicht einfach zu fassen. Und wir brauchen da sozusagen gute Theorie im Sinne eines Foucault'schen Werkzeugkastens. Eine Theorie, die nicht nur Weltverstehen ermöglicht, sondern auch politische Positionierungen argumentierbar macht. Also das tun wir. Und wir schreiben, anders als die Konferenz hier, Natur und Kulturen ohne Bindestrich und auch ohne Slash. Das mag immer noch holprig sein und auch etwas irritieren. Warum fehlt der typografische Abstand zwischen den beiden Wörtern? Wieso gibt es keinen Bindestrich? Und was bedeutet es, einen doppelten Plural zu verwenden und damit zugleich von der Annahme einer einzigen Kultur wie vor allem auch von einer universellen Natur abzurücken? Und wir meinen, dass wir in dieser Schreibweise am besten zeigen können, dass es uns um die überhaupt nicht banale Frage geht, wie genau Verflechtungen, Fusionen und zirkulierende Praktiken zwischen Natur und Kultur sorgfältig beschrieben und dann auch experimentell erzeugt werden können. Und das Doppelwort verknüpft sozusagen zwei Dimensionen, die in den dominanten Ordnungen des modernen Wissens in der Regel eben getrennt gehalten worden sind. Damit wird nicht das Ende oder die Irrelevanz für gesellschaftliche Fragestellungen dieser zentralen Unterscheidung behauptet. Vielmehr soll der Begriff eben helfen, Relationen und Vermischungen zu konkretisieren, sichtbar zu machen, erforschbar zu machen, auf die Tagesordnung zu setzen, sodass Brüche und Kontinuitäten auf beiden Seiten der eingeübten Trennung ins Auge fallen und Amalgamierungen und Verknüpfungen ganz unterschiedlicher Art zu weiteren Erklärungen und Fragen auffordern. Sie hören, für uns hat Natur und Kulturen ohne Lücke im doppelten Plural eine heuristische Funktion vor allen Dingen. Wir möchten anders sehen und denken lernen. Damit ist aber, und das ist vielleicht auch nochmal ein Kommentar zu der Ökosystemdienstleistungsforschung, das ist in konträr zu anderen Positionen, die schon immer und schon lange versucht haben, Natur und Kultur zusammenzudenken, wie zum Beispiel die Kulturökologie, in meinem Fach der Ethnologie sehr prominent, die sich so stark auf Natur als Begründungszusammenhang gestützt hat, dass kulturelle und gesellschaftliche Prozesse letztlich nur noch als Folge natürlicher Bedingungen erklärbar waren. Und oder auch wie die klassische politische Ökologie, die den Prozess ganz auf gesellschaftliche Differenzierungen, was ja super wichtig ist, Machtausübungen, Ideologie als ursächlich für Umweltwandel und Ressourcenausbeutung gesetzt hat und dann aber bei diesem starken Begriff von Gesellschaft dahinter immer noch eine letztlich positivistisch verstandene Natur an sich als unhintergehbare, schlichte, materielle Tatsache herumhing. Die Natur- und Kulturenforschung dagegen steht für soziomaterielle, postanthropozentrische und plurale neue politische Ökologien. Ich kürze das jetzt ab, weil wir das gestern ja schon hatten. Wir versuchen die Genealogie dieses Denkraumes Natur- und Kulturenforschung als eine komplexe nachzuzeichnen bei uns im Labor, wo neben Bruno Latour und Donna Haraway, die ja alle schon Thema waren, auch ganz andere Einflüsse aus der Geografie, aus der Ethnologie, wie zum Beispiel Marilyn Strathern, wie zum Beispiel Anna Tsing und so weiter, ihren Platz haben. Das lasse ich jetzt hier aber weg. Natürlich ist Latour unverzichtbar. Wir haben da auch gestern schon mal drüber gesprochen, über diese beiden irritierenden Trennungen, die er als Kennzeichen von uns, den modernen Westlern, die er wie ein Ethnologe besucht und über deren Merkwürdigkeiten er Auskunft gibt, bezeichnet und die er dann in dieser berühmt gewordenen Kulturen-Naturen
Zitat, was hier wieder mit dem Querstrich noch ist bei Latour, zusammengefasst, gerade der Begriff der Kultur ist ein Artefakt, den wir durch das Ausklammern der Natur produziert haben. Es gibt ebenso wenig Kulturen, unterschiedliche oder universelle, wie es eine universelle Natur gibt. Es gibt nur Natur und Kulturen. Sie bilden die einzige Grundlage für einen möglichen Vergleich. Also darüber kommen, da kommen wir nicht so recht drum herum um Latour, aber wir versuchen das zu zeigen, dass das nicht so ist, dass er als Bilderstürmer aus dem Nichts kommt, sondern dass er ganz, ganz stark auch auf außereuropäische Wissenstraditionen aufbaut, auf feministische Wissenstraditionen und so weiter und so weiter. Genau, wenn wir überlegen, was macht denn diesen Denkraum der Naturen, Kulturen, Forschung aus, dann möchte ich hier vier Dimensionen anbieten, die dieser Raum nicht zu denken ist. Das erste natürlich aus der Infragestellung etablierter Disziplinengrenzen, und das tun wir mit diesem Natur- und Kulturenkonzept. Wir hinterfragen die fundamentale westliche Ordnung des Wissens, die auseinanderfällt in Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften einerseits und Kultur- und Sozialwissenschaften andererseits. Wenn man das tut, dann ist automatisch klar, man muss auf ganz neue Art und Weise zusammen kollaborieren und experimentieren. Und Interdisziplinarität wagen in einem Maße, wie es viel zu wenig getan wird. Auch weil wir dafür nicht die richtigen Temporalitäten und Infrastrukturen haben. Die empirisch-ethnografische Interdisziplinaritätsforschung über den Nature-Culture-Graben hinweg zeigt, dass man diese Formen der Kollaboration und des Experiments eigentlich nicht projektförmig organisieren kann, sondern dass man sehr viel längerfristigere Infrastrukturen und Institutionalisierungen in Forschung und Lehre benötigt, weil es anders einfach zu aufwendig ist, nicht zu machen ist und sonst sozusagen das nur auf der Ebene der Rhetorik hängen bleibt, der Forderungen der Forschungsförderinstitutionen seit interdisziplinär. Dieser ganze ideologische Raum entsteht von Interdisziplinarität als Innovation, als besonders verantwortlich gegenüber Gesellschaft. Aber das, was eigentlich passieren muss und was zum Beispiel Andrew Barry und andere in ihren ethnografischen Forschungen verschiedenen Logiken der Interdisziplinarität gezeigt haben, nämlich, dass es sowas gibt wie eine Logik der Ontologie, wo Menschen so zusammenarbeiten, dass nachher Erkenntnistheorien, Methoden und Problem- und Gegenstandsbestimmungen entstehen, die nicht schon in ihren eigenen Disziplinen etabliert sind, sondern die im Sinne einer neuen Ontologie neue Objekte hervorbringen. Das passiert eben sehr selten. Ich glaube, für euch, Ignazio, ihr seid auf dem Weg. Wir in Bremen möchten auch sagen, dass für uns es wichtig ist, den Begriff der Kollaboration zu schärfen. Und nicht zu meinen, dass es das Gleiche ist, einfach wie Zusammenarbeit oder Partizipation. Und es geht dabei auch in keiner Weise um Synthese und Integration. Also wir versuchen, andere Metaphern zu schaffen, die ganz, ganz weggehen von irgendwelchen Vorstellungen einer Vereinheitlichung, einer Mehrdimensionalität, die aber integriert alles und in eins bringt. Wir glauben, es ist im Gegenteil die Aufgabe von Kollaboration, Diversität und Heterogenität in der Wissensproduktion nicht nur anzuerkennen als Vorbedingung, sondern tatsächlich zu fördern und zu vergrößern. Und wir sagen immer, Kollaboration hat zwei Voraussetzungen, eben erstens genau dies, die Anerkennung der Existenz sehr unterschiedlicher Formen und Weisen der Wissensproduktion, und zweitens einen Raum und eine Zeit für eine gemeinsame Definition einer Problemstellung und eines Untersuchungsobjektes. Und das hört sich so banal an, ist es aber nicht.
Und wann immer sie gucken und wo immer sie gucken, wo Menschen zusammenarbeiten, ist es fast nie realisiert. Fast immer erscheint die Problem- und Gegenstandsdefinition lange bevor die Zusammenarbeit überhaupt beginnt. Und fast immer haben wir es mit massiv durchmachteten asymmetrischen Wissensordnungen zu tun, in denen es einigen sehr, sehr, sehr schwer fällt, die Anerkennung von vielfältigen Formen der Wissensproduktion wirklich, das wirklich zu tun. Ja? Fast immer gibt es Unterordnungs- und Überordnungskämpfe, fast immer gibt es kleine und große Partner, fast immer gibt es den Versuch, den einen für die eigenen Theorien und Epistemologien einzuspannen. Aber deswegen also sind wir dabei, diesen Kollaborationsbegriff zu stärken. Wir haben ganz viel gelernt in Bremen, das sage ich, weil ich glaube, dass das vielleicht für die Planer hier und für die Entwerferinnen und Entwerfer wichtig sein kann. Sehr viel gelernt von PECE, das ist die Platform for Experimental Collaborative Ethnography, die Medizinethnologen Kim und Mike Fortune in jahrelanger Arbeit gemeinsam mit Informatikern, Designern, Technikern und so weiter entwickelt haben. Und PECE ist sozusagen eine Plattform, die am Beispiel von Asthma erstmal, aber dann jetzt verallgemeinerbar nutzbar ist, wäre vielleicht auch für euch nutzbar, für euer Archiv. Quasi auf neue Art es ermöglicht, ganz unterschiedliche Daten, sowohl von Laien erzeugte Daten, zum Beispiel in der Selbstbeobachtung von Asthmakranken, mit Daten der Luftverschmutzungsmessung, mit Daten aus ethnografischen Einzelfallbeobachtungen zusammenzubringen, die neue Visualisierungsmöglichkeiten liefert, die ganz, ganz viel tut dafür, dass auch hierarchisch unterschiedlich platzierte Akteure auf dieser Plattform gleichberechtigt zusammenkommen können. Und da gibt es Debatten und Literatur, die uns hilft, glaube ich, zu verstehen, wie diese experimentelle Kollaboration möglich gemacht werden kann. Die zweite Dimension, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, Herr Lachmund, nee, wer ist mein Zeitkeeper? Wie viele Minuten habe ich noch? Die zweite Dimension, die zu dem Naturen-, Kulturen-, Denkraum dazugehört, das ist ja ganz klar, ist eine anthropozentrismuskritische, die Menschen und menschliche Akteure neu relational positioniert in ihrem Verhältnis zu anderen Lebensweisen, zu anderen Lebewesen, aber auch zu Steinen oder zum Klima und was sonst so als Umwelt ja auch problematisch konzipiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, auch jetzt nochmal in Bezug auf die Planbarkeit und das Bauen und die Eigenlogik von Lebensformen darauf hinzuweisen, dass es in diesen Multispecies-Geografien oder Ethnografien und in dieser Frage, wie leben wir zusammen, immer darum geht, das Reziproke zu verstehen. Also dass es sozusagen gegenseitige Beziehungen sind und verschiedene Arten sich gegenseitig affizieren. Und wie können wir das analysieren? Wie können wir das analysieren als Koproduktion, als lokale Biologien, nicht nur lokale Kulturen und in seiner dezentrierenden Wirkungsmacht. Da geht es also um das Nichtkontrollierbare auch an Natur, an Pflanzen und Umwelten und um deren Historizität. Das hatten wir ja gestern auch mit dem Goldfisch und dem Menschen, Affen und dem Mensch, dass es drittens um Praktiken der Klassifikation geht und diese sich verschieben. Wir haben das gestern sehr eindrücklich erzählt bekommen. Wir sind ja in einem historischen Prozess, wo sich die Selbstgewissheit des Menschen als Mittelpunkt der Schöpfung allmählich abwetzt und andere Metaphern wichtig werden. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Klassifikationspraktiken, also wie ordnen wir, und wie können wir anders ordnen im Zentrum der Natur- und Kulturenforschung und ihrer intellektuellen Strategien steht.
und in, es geht um unterschiedliche Praktiken, zum Beispiel, wenn Sie denken an Helen Veran, die zusammenarbeitet mit Indigenen in Australien und unterschiedlich positionierten Ökologen, ne? Und die in ihrer Beschreibungspraxis erstmal unglaublich detailliert und aufwendig zeigt, wie diese drei Gruppen unterschiedlich klassifizieren und was die Prinzipien ihrer Klassifikation sind. Und die dann das, was in der Wirklichkeit, weil natürlich können Sie sich vorstellen, indigenes Wissen und ökologisches Wissen auch unglaublich hierarchisch gepitcht ist und die einen ja gar nicht richtig anerkannt werden auf globaler Ebene als Wissensproduzenten, was also in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Das macht Helen Veran dann auf der Ebene des Textes, dass sie nämlich mal probeweise die Logiken der Klassifikation, die die Yongbei in Nordarnheimland haben, anwendet, um Sinn zu machen aus den Klassifikationspraktiken der Ökologen und vice versa. Und das Ergebnis ist erstaunlich und bereichernd und das kann ich jetzt hier nicht auffächern, aber da zeigt sich also, wenn wir das auch in der Wirklichkeit schaffen würden, Klassifikationspraktiken besser zu verstehen und in ihrer Logik auch mal miteinander aufeinander anzuweiden, dass wir da zu ganz neuen Einsichten kämen, die verschiebende epistemische Wirkung haben. Entschuldigung, da wollte ich noch gar nicht hin. Ein Faktum, das die meisten von Ihnen kennen, wo die Veränderung von Klassifikationspraktiken jetzt mal nur auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Methoden, nämlich der Genetik und Epigenetik, massiv zur Veränderung geführt hat. Das ist, sind die Bäume des Lebens, die, wie Sie wissen, früher eine sehr ordentliche Architektur hatten und sehr klare Abstände in den Generationen und in den unterschiedlichen Zweigen. Und die aber jetzt, hier ist einer für die aus der Perspektive der Mikrobiologie der Meere, die sich eben durch die neueren Forschungen doch sehr, sehr stark auch zum Beispiel klassifikatorisch in Richtung Rhizome verwandelt haben. Ich bin aber noch beim vierten Punkt, also Klassifikationspraktik, beim vierten Punkt der Dimensionen des Natur- und Kulturen-Denkraums, und den habe ich genannt Politiken der Sorge, die Reakzentuierung der Debatten um den normativen Gehalt wissenschaftlichen Wissens. Und da sind wir auch natürlich sehr mit beschäftigt. Wir haben es ja immer noch mit sehr starken und dominanten Erkenntnistheorien zu tun, die die Normativität alleine auf die Ebene der Auswahl von Problemstellungen und Projekten oder jedenfalls an den Rand wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher Methoden setzen, während die Natur- und Kulturenforschung im Einklang mit der Wissenschafts- und Technikforschung sagten, die Normen sind im Herzen, im Kern wissenschaftlicher Methoden, weil unsere Methoden sind ja nicht nur Darstellungsweisen, sondern sie verändern Welt, und wenn wir das akzeptieren, nicht nur die Planer verändern Welt, sondern jede Form von Wissenschaft ist eine Intervention in Wirklichkeit, dann müssen wir für diese Interventionen Verantwortung übernehmen, und das können wir nur, wenn wir auch politische und ethische Fragen stellen, und dieses Zurückholen von Ethik und Politik in die Wissen, also in die Natur- und Kulturenforschung, in ihr Zentrum, das ist eine wichtige Dimension. Die Forschungsstrategien, was machen wir? Und das ist vielleicht auch nochmal für die Planerinnen und Planer interessant. Ich sage es aber hier nur nochmal ganz kurz. Das sind ganz spezifische Strategien, über die hat auch Ignazio und über die haben gestern schon die Kolleginnen gesprochen. Es geht tatsächlich darum, Verbindungen vielfältiger und präziser sichtbar zu machen, als sie das häufig sind, ne? Und zum Beispiel bei der Ökosystemforschung wäre es sicher richtig, auch zu fragen, was wird da alles abgetrennt, zum Beispiel, ne? Und was müssen wir damit wieder verbinden. Es geht darum, mehr als menschliche Akteure in den Blick zu nehmen, und das sind Lebewesen, aber natürlich auch Objekte, Infrastrukturen, materielle Dimensionen. Es geht wirklich darum, und das ist auch nicht banal, neue Beschreibungspraktiken zu entwickeln. Wir wollen ja nicht, wir können nichts sagen über andere Lebensformen. Wir wollen die ja auch nicht anthropologisieren. Wir wollen ja die nicht vermenschlichen. Das passiert manchmal in so neoromantischen Forschungen, das wollen wir ganz bestimmt nicht, aber wie schreiben wir dann über diese Verbindungen, wie stellen wir sie dar, wie repräsentieren wir sie, das ist eine wichtige Frage. Es geht darum anzuerkennen, dass es mehr als eine Natur gibt,
mehr als alle Natur und Kulturen, und dass das nicht nur eine Frage von Perspektive ist, sondern genauso von fallspezifischer Sozialität, Materialität und so weiter. Und es geht darum, die politischen Anliegen explizit zu machen und die Wissensordnungen, die existieren, herauszufordern, auch in einem postkolonialen Sinn. Genau, dann mache ich doch mal Schluss und hoffe, etwas für noch weiteres in der Diskussion beitragen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den dritten Vortrag, der jetzt nach dem konkreten Beispiel noch einmal sehr anschaulich auch in die theoretischen Denkvoraussetzungen sich hineingelassen hat, die sowas wie den Ökosystemansatz oder Ökosystemdienstleistungsansatz prägen, aber letztlich natürlich auch das ganze, was? Nee, die mit diesem Ansatz damit auseinandergesetzt hat und damit eine andere Möglichkeit hervorgestellt. Ich habe den Bogen da noch, wollte ich noch kriegen. Also da eine Alternative, einerseits die explizit zu machen, aber damit eine andere Form auch von Naturverhältnissen, auch wie man es theoretisch denken kann, aber wie am Ende auch deutlich wurde, auch mit praktischen Implikationen, sei es für die Forschungspraxis selbst, sei es dafür, wie man auch normative politische Fragestellungen auf eine neue Weise rahmen und thematisieren kann. Ja, wir haben jetzt Zeit bis, ja offiziell bis 12 Uhr, wir haben etwas später angefangen, aber wir werden sehen, dass wir es bis 12 möglichst zu Ende kriegen oder sonst vielleicht 5 Minuten länger, ich weiß nicht, was die Organisatoren sagen, für Diskussionen zu diesen Beiträgen oder auch diesem Gesamtthema der Grenzen von Ökosystem-Services und was immer da für Themen dranhängen. Fragen und Kommentare. Ja, hallo. Ja, danke, danke erstmal so für die drei tolle Vorträge, waren sehr interessant. Ich habe eine Frage, die ich glaube, ich versuche, es ist eine Frage, ein Kommentar, eine Anregung, die geht in die Richtung von dieser, was Michi erwähnt hat, von dieser Multiplizität von Naturen, von der Idee von der Pluralität von Naturen. Meine Frage ist, ob das eine Umsetzung und mehr auch so spezifische architektonische also Interventionen hat. So, wie ich das sehe, mindestens, wenn ich richtig bin, hat Bruno Latour noch nicht die Pluralität von Naturen erwähnt. Er hat diese Hybrid von Naturkulturen schon erwähnt, Anfang 90er Jahre, und war ein bisschen nachher mit vor allem Eduardo Viveros de Castro und Tania Lima, Anthropologen, wo dieser Multinaturalismus schon wirklich explizit in Frage kam. Meine Frage geht, dieser Multinaturalismus, als er von Amazonas Anthropologie kam, hatte immer zu tun mit Körperlichkeiten, sowie verschiedene Forms of Embodiment geben so eine Linie von verschiedenen Naturen und wie wird Natur als plural konzeptualisiert in Amazonas. Das ist sehr abstrakt, natürlich. Und ich frage mich, hat das eine mögliche Umsetzung im Architekturbereich? Im Sinne, konnten wir diese Mehrzahl von Natur, diesen Multinaturalismus, als auch ein bisschen anregender Ansatz für Architektur, im Sinne von zum Beispiel, wie Ignacio hat erwähnt in der vorherigen Vortrag, dass eigentlich diese lokalisierte Ansicht an globale Erwärmung, wie lokale Erwärmung und ein bisschen jede klimatische Event in der bestimmten Räume zu platzieren, konnte man auch architektonische Interventionen als Embodiments, als spezifische Verkörperung von einer Mensch-Umwelt-Beziehungen
ansehen und konnte man diese Multiplizität von Naturen irgendwie verwenden als konzeptuelle Werkzeug, ein bisschen um diese alle Debatten zu provozieren. Im Sinne, wir diskutieren nicht um ein eigenes Klimawandel oder whatever, sondern um eine Vielfalt von Naturen, im Sinne, dass wir diskutieren gegenüber Wissenschaft. Und die Idee von Natur, das ist der Hauptwerkzeug von Wissenschaft, wie schon Isabel Stengers hat vor langer Zeit gesagt. Ja, so ein bisschen, das war meine Kommentaranregung, ein bisschen abstrakt, aber vielleicht haben die Sprecher. Eine Frage vor allem an Ferdinand Ludwig, denke ich, aber ich glaube, am Anfang der Kommentar über diese Multinatur ist vielleicht auch etwas, wo Michael Knecht so etwas sagen möchte. Ich kann es versuchen. Also danke für die Frage. Also wir versuchen ja ein Stück weit dazu einen Debattebeitrag zu leisten und letztendlich ist das, was passieren muss, glaube ich. Also wenn man versucht, Architektur auch aufzufassen als eine Form der Kulturproduktion, der Kunst, des Transformierens der Umwelt, die brennenden Debatten einer Gesellschaft zum Ausdruck bringt und verkörperlicht sozusagen. Und ich glaube, wir hängen da, jetzt wenn ich mal für die Architekten sprechen darf, massivst hinterher, weil wir immer noch diese komische Bauhauslogik im Kopf haben. Also es ist völlig absurd, also wo wir ja sozusagen diese Hygiene und all diese Sachen, also ein sehr, sehr simplifiziertes, mechanistisches Weltbild eigentlich noch haben und eigentlich nur eine ideale Natur, nämlich die gute und schöne, irgendwie haben, die im Kontrast zum Bauen steht. Deshalb macht Bauen auch immer Natur kaputt. Ja, das ist irgendwie so eine Grundsetzung, die wir von vornherein infiltriert kriegen. Und ich hoffe sehr darauf, dass sich das aufbricht, dass wir halt, wir hatten gestern ja gehört von diesen unterirdischen Sachen, also von diesen Abwassersystemen in der Stadt, also das sind ja, oder dann auch diese Fäulnisprozesse und all diese Sachen sind ja auch alles Naturen sozusagen, Ansichten, Aspekte und ich kämpfe sehr dafür, dass wir solche, das sind dann solche unsauberen Architekturen, also die nicht mehr glatt sind und geleckt sind und im Kontrast stehen zur sogenannten Natur, sondern die dann halt auch wirklich dann sehr, sehr divers werden. Und ich kenne aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele tatsächlich Beispiele. Es brodelt da was. Also es gibt ein Beispiel über das Ecologic Studio, was ich erkenne, die versuchen sozusagen aus Abwasserprozessen Stadt zu machen und solche Dinge aus diesen Mikroorganismen dann da drin zu arbeiten, sie einerseits in Dienst zu stellen, sich andererseits aber auch auf dieses Problem einzulassen. Also es passiert da, glaube ich, so im Untergrund etwas, aber man ist extrem weit davon entfernt, es in einer gebauten Praxis breit zu haben, das ist klar, aber ich glaube, man ist auch immer noch sehr extrem weit davon entfernt, es in einer breiten konzeptionellen Debatte zu haben. Das ist, glaube ich, das entscheidende Manko. Und wir haben ja mit dem Ökosystem-Service-Ansatz jetzt wieder einen Ansatz, der ungeheuer formalisiert, verallgemeinert, ein Modell, one solution for all, ne? Während zu sagen, viele Naturen heißt ja nicht zu negieren, dass es universalistische Naturgesetze gibt, sondern ist eben zu sagen, we cannot have one solution for all, we need one solution for one. Und dann müssen wir gucken, was wir aus one lernen können für andere Fälle und quer generalisieren. Naturen sind vielfältig und es ist nicht nur die Perspektive, das bedeutet ja immer schon zu sagen, es gibt keine gegebene, unberührte Natur. Ne? Das sind ja alles Naturenkulturen und die sind eben ganz anders konstituiert und die sind anders konstituiert durch die Praktiken, durch die wir sie hervorbringen und dazu gehören planerische Praktiken genauso wie wissenschaftliche Praktiken und ich glaube, und für die müssen wir Verantwortung übernehmen und ich glaube, dass uns das helfen würde, das zu politisieren, ja. Ja, angesichts der fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir zwei, drei Fragen erstmal sammeln und dann en bloc beantworten. Ja, da war eine Frage. Dankeschön. Danke für die zwei Vorträge, waren wirklich spannend. Ich wollte, es ist eine Frage an beide, aber eher noch spezifischer an dich, Ferdinand.
Diese zwei Gegenüberstellungen, die du gezeigt hast, ja, also diese Biophilie und Ökosystemdienstleistung, sind ja auch irgendwo exemplarisch dafür, dass wir versuchen, von dem ein bisschen wegzugehen und eigentlich zu schauen, wie hängen die zusammen. Ja? Also Naturkultur sind eben eigentlich nicht diese Extremen. Und für mich zeigt sich jetzt auch schon immer mehr, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wir aus diesen Disziplinen heraus nicht nur jetzt quasi in abstrakten Dingen über diese Disziplinen hinweg denken, sondern dass wir unterschiedliche Expertisen zusammenbringen müssen, nicht nur unter unterschiedlichen Leuten, sondern auch in der eigenen Person. Ja? Und das finde ich irgendwie sehr spannend, eigentlich wie du diese Dichotomie eigentlich aufgezeigt hast, dass die auch gleichzeitig, also die besteht, aber sie zerfällt dann auch eigentlich wieder. Das ist wirklich, ich meine, ja, ich habe zu der Diskussion zum Ökosystemleistungsbegriff eine Frage und mir ist völlig klar die Kritik an dem Ökosystemleistungsbegriff, angefangen von der merkwürdigen Konstruktion, dass also Ökosysteme kulturelle Leistungen erbringen und dergleichen mehr oder der Schwierigkeit, sagen wir mal. Aber mir war er immer sehr, trotzdem sehr wichtig, weil er mir auf der konzeptionellen Ebene eine Brille gegeben hat, um mit anderen darüber zu diskutieren, welche Dimensionen man eigentlich vielleicht betrachten sollte. Da finde ich es, und es gibt natürlich Probleme, auch die in der sozusagen der Community, die mit dem Begriff arbeitet, liegt. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, wenn ihr von kulturellen Dienstleistungen sprecht oder Leistungen sprecht, aber ihr seid alle Ökologen oder so eigentlich, die den Begriff erfinden, oder jedenfalls habt ihr Freiraumsoziologen eigentlich gar nicht mit ins Boot geholt, um da weiterzukommen und so weiter. Mich würde aber interessieren, wie wir denn eigentlich weiterkommen, ohne diese Begriffe gleich wegzuschmeißen. Das sehe ich nämlich als die große Gefahr an, dass wir etwas niedermachen und aber nicht wirklich Wege aufzeigen, wie wir für die Praktiker in dieser Welt konstruktiv weiterkommen. Ich glaube, noch eine dritte Frage dort. Ich würde gerne nochmal zu diesem Biophilie-Begriff was wissen wollen, der mir persönlich sehr sympathisch ist, obwohl er offensichtlich eher für ältere Damen geeignet ist als für junge, innovative Forscher. Ich finde es interessant, das gegenübergestellt zu haben. Diese Biophilie oder die Bedienung der Biophilie könnte ja auch ein Ökosystemservice sein, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass gerade diese Gruppe der Biophilen natürlich eine Gruppe ist, die gesellschaftlich besonders auch wahrscheinlich diese Ökosystemdienstleistungen befürwortet, diese Maßnahmen befürwortet, die sehr offen sind gegenüber dem, weil sie ein Stück weit mehr, denke ich, in die Idee von Natur hineingeguckt haben, als vielleicht jemand, der das nur als Schema und als Struktur wahrnimmt. Ja, ich glaube, damit schließen wir das mit den Fragen und das Beste ist wahrscheinlich, wir gehen jeder einmal kurz die drei Fragen durch. Wir sind an verschiedene Vortragende gerichtet. Ja, ich kann jetzt nicht zu allem was sagen. Ich, als Ethnologin fällt mir natürlich an, also ich finde das super wichtig zu sagen, wir brauchen Praktiken, wir müssen Praktiken entwickeln, dass wir brauchen vielleicht keine vorschnellen Lösungen, zu häufig führen wir irgendwelche Planungen ein, ohne genug zu wissen über die lokalen Kontexte und Verhältnisse, und wir wissen aus der Stadtplanung, aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus der humanitären Hilfe, wohin das führt. Aber ist ja klar, wir brauchen auf jeden Fall mögliche experimentelle Praktiken, um uns auf den Weg zu machen. Als Ethnologin ist meine Hauptkritik am Ökosystem-Service-Denken das, was ausgeblendet wird. Und das heißt nicht, dass man den Begriff wegschmeißen muss, sondern dann muss man eben gucken, wie man die blinden Flecken angemessen thematisiert kriegt. Ne? Wenn in Belize ein Korallenriff plötzlich nach Ökosystem-Service-Kriterien gemanagt wird, ist komischerweise die gesamte lokale Fischerei ausgegrenzt.
Das kann nicht sein. Ja? Wir haben schon darauf, also diese Art von blinden Stellen und Politiken, das ist wieder diese Anerkenntnis, dass Wissenschaft im Herzen politisch ist und solche Ausgrenzungen sind ja politische Taten. Ja? Solche blinde Flecken haben wir, da würde ich sagen, müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir den Begriff gar nicht brauchen. Als Brille ist und als Sensibilität und so weiter ist der super. Ja, also ich fange es mal hintereinander, versuche ich es mal abzuarbeiten. Also erstmal danke für diesen Kommentar mit dieser Interdisziplinarität. Sie hatten ja auch über diese Kollaboration gesprochen. Ich glaube, das ist einfach dieses Umgehen miteinander auf dieser Augenhöhe sehr, sehr unterschiedlicher Disziplinen, die ganz andere Begrifflichkeiten verwenden, die ganz anders, eine ganz andere Verwertungslogik dann auch irgendwie haben. Ja. Das ist unglaublich schwer und meine Biografie ist sozusagen, bildet ab, sich mal von der einen und mal von der anderen Seite vereinnahmen zu lassen. Ja. Also fast mal zum Biologen zu werden und dann wieder zum bauenden Architekten sozusagen zu werden und diese inneren Widersprüche aus auszuhalten. Und wir hatten auch, glaube ich, ich habe mal gestern versucht, mir einen Überblick zu schaffen von allen zitierten Personen, die eigentlich alle crossdisziplinär irgendwie waren. Ja, also als Biologe angefangen, als Soziologe geendet oder andersrum. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die wir auch stärker ziehen müssen, glaube ich. Und ich finde, eigentlich müsste man einfach dieses System, was wir jetzt in der Ausbildung haben, Bachelor und Master, viel stärker ziehen, dass wir die Leute zum Wechseln von Professionen treiben. Ja, dass wir nicht einfach sagen, wer Landschaftsarchitektur Bachelor hat, der soll bitte bei uns auch den Master machen und andersrum. Also das ist eigentlich Nonsens und da hat das Bologna auch mal sein Gutes, dass man sagt, komm, jetzt mach mal das und dann mach mal das. Die Auswertungslogik danach in der weiteren Karriere steht ihm ja völlig, ich muss ja dann so ein Track Record dann haben und so ein Quatsch und dann muss ich, dann passt es nicht zusammen und also dann wird es ja total kompliziert, aber das ist, glaube ich, das etwas, was wir aushalten müssen und was, glaube ich, in solchen Forschungsprojekten auch eine wahnsinnige Problematik ist, dass nicht der eine sagt, wir wissen, wie Forschung geht, ja, weil wir haben irgendwie mehr Papers auf der Liste oder sowas, sondern das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Schwieriges auszuverhandeln. Dann Stefan, ich bin da auch ganz bei dir, dass man sagt, jetzt Kritik muss, wir müssen mit dieser Kritik arbeiten, aber wir haben mit zwei Begriffen, mit den Ecosystem Services und auch mit dieser grünen und blau-grünen Infrastruktur natürlich auf der anderen Seite, das muss man auch anerkennen, zwei Begriffe, die politisch zum Beispiel gut kommunizierbar sind, ja, und wo man einfach ja auch ganz pragmatisch einfach mal versucht hat, ihr baut diese graue Infrastruktur, ihr baut die Leitungen, wir bauen die grüne und da hat ein Baum Wurzeln und es steht jetzt einfach mal 1:1 nebeneinander und nicht irgendwie, ich mache das mal, dann schauen wir mal, wo wird es dann sozusagen noch nachträglich reinmurksen, da diese Stadtbegrünung, ja. Also da gibt es schon auch wirklich viele Argumente an diesen Begriffen festzuhalten, aber tatsächlich haben sie so eine Simplifizierung und Mechanisierung irgendwie in sich, die dann zu diesen angesprochenen sehr, sehr eigentümlichen Konstrukten kommt, wenn man dann wieder viel dazu holen möchte. Also das ist, glaube ich, ein Problem. Vielleicht müsste man da einfach mal den Rahmen dann doch fast enger ziehen und nicht noch weiter ziehen, dass man sagt, das beschreiben wir damit und das beschreiben wir nicht damit. Ich weiß es nicht genau, ob das dann hilft, ja. Aber da gibt es wirklich eigentliche Sachen. Und jetzt zur Biophilie. Also ich muss sagen, ich habe mir den Begriff erst kürzlich angeeignet. Ich bin da kein Experte, bin da auch nicht wahnsinnig belesen sozusagen drin, finde ihn aber deshalb spannend, weil wir wirklich da bestimmte Dinge, ein Erklärungsmodell anbietet, was wir mit diesen anderen Ansätzen oft nicht bezeichnen können. Mir sind eigentlich die Augen aufgegangen, als ich mich irgendwie vor vielen Jahren in Stuttgart in diesen großen Protesten gegen diese Baumfällaktionen selber wiedergefunden habe und festgestellt habe, es ist nicht nachvollziehbar, dass sich Leute von Wasserwerfern blind schießen lassen wegen Ecosystem Services. Das stimmt einfach nicht, sondern da ist einfach eine emotionale Komponente drin und ich bitte verzeihen Sie mir die freundliche alte Dame, da könnte ich auch selber stehen, ja, also so war dieser Vergleich nicht gemeint. Wir müssen, glaube ich, einfach anerkennen, dass wir auch als Forscher diese zwei Seiten haben. Also mein Co-Doktorvater Thomas Speck in Freiburg, der ist Wissenschaftler Bionik, diese Optimierung, die ich am Anfang
Stefan gesprochen, und Leiter des Botanischen Gartens. Und wenn man mit dem da durch, der springt immer hin und her und so, die Pflanze macht das ganz perfekt und super. Und dann, ach, ist die nicht schön? Ja, so, also das sind diese zwei Dinge, die gleichzeitig hinzubekommen. Und da könnte uns dieser Biophilie-Ansatz, also diese Hypothese, glaube ich, auch sozusagen helfen, Dinge zumindest gleichzeitig zu sehen. Wir brauchen sie ja nicht versöhnen miteinander, aber wir können sie gleichzeitig zulassen. Ja, eben möchte ich nur kurz dann eingehen auf den Punkt mit den Ökosystemdienstleistungen, der meine Einleitung ja auch betraf. Ich wollte auch keineswegs den Ansatz jetzt runtermachen im Sinne, dass man damit nicht arbeiten soll. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich auch solche Begriffe auch eher pragmatisch zu sehen. Sie werden in ganz unterschiedlich, sie haben keine intrinsische Bedeutung, sie werden in bestimmten Arenen in der Weise genutzt, dass sie vielleicht zu bestimmten Naturschutzansprüchen beitragen können. In anderen sozialen Arenen kann dieselbe Benutzung dieses selben Begriffs vielleicht völlig andere wichtige Dinge, die uns wichtig sind, ausblendende Funktion haben. Also eine Sensitivität für die Kontextualität dieses Ansatzes. Und zum Zweiten ist, glaube ich, auch das zeitige Geschichte, diese Verwendung des Ansatzes auch, ist der Ansatz wird auch ständig neu redefiniert. Und es gibt Lehrprozesse, also die Einbeziehung der Stakeholder, wie sie etwa in dem TEB Manual for the Cities sehr prominent ist, die versucht ja auch etwas offener zu halten, Problemdefinitionen in öffentlichen Debatten auszutarieren. Die Frage ist dann, wie weit das wieder eingeholt wird durch bestimmte Konzepte dieses Ansatzes, wenn dann am Ende Indikatoren herauskommen müssen. Aber eine Offenheit dieses Prozesses und reflektiv damit umzugehen und gerade die Ambivalenzen, die wir an dem Beispiel der Bäume so schön gesehen haben, denen auch Räume zu geben und die nicht unter standardisierenden Prozessen gewissermaßen wegzukehren. Obwohl, wie gesagt, die Standardisierung manchmal ganz wichtig sein kann, um gegenüber Ökonomen einen bestimmten Anspruch für Natur auch wieder durchzusetzen. Also ich glaube, da ist ein sehr flexibles, strategisches Umgehen mit den Begriffen wichtig. Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen, dass die Mittagspause wartet. Ich möchte den beiden Vortragenden danken und dann sehen wir uns wieder um 13 Uhr, glaube ich. 13:15. Genau, jetzt ist die Mittagspause. Wir treffen uns hier, also es gibt nochmal zwei Sessions, es steht alles im Programm, Session 2a findet hier statt, Session 2b findet unten statt im Raum, kann jemand mir helfen, 406 glaube ich. Auf jeden Fall um 13.15 Uhr treffen wir uns wieder. Nun, für alle Mitglieder des CSKs, genauso wie für alle Referentinnen gibt es einen Mittagstisch hier auf der Ostterrasse, also auf der Seite, wo die Sonne scheint. Alle anderen, wir treffen uns, wie gesagt, hier um 13.15 Uhr. Vielen Dank.